meine Damen und Herren, herzlich willkommen live aus der Universität Zürich. Wir begrüßen Sie zum Big Brother Award 2019, zur großen Nacht der digitalen Verlierer. Und hier kommt ganz analog Ihre Moderatorin, die bezaubernde, attraktive, wunderbare, charmante, mein Gott, bla bla bla, Jasmin Klamour. Willkommen zum Big Brother Award 2019. Sie hören, wunderbar. Was für eine Ansage. Ich bin ganz überwältigt. Vielen, vielen Dank. Okay, ich gebe zu, ich habe diese Ansage selber geschrieben und produzieren lassen. Es hat mich die Hälfte meiner Gage gekostet. Und wenn Sie die Musik gehört haben, haben Sie vielleicht etwa ein Bild, wie hoch meine Gage ist. Ja, mittlerweile finden Sie diese Ansage auf Wikipedia, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat. Und ich habe dafür gesorgt, dass bei folgenden Algorithmen wie attraktiv, bezaubernd, charmant und mein Gott sofort mein Name auftaucht. Bei attraktiv stehe ich sogar noch vor der Social Media Queen Kim Kardashian. Keinen Stich habe ich allerdings gegenüber den digital fiktiven Influencern. Denn diese Roboter-It-Girls haben mittlerweile mehr Social-Media-Fans als Influencer aus Fleisch und Blut. Und zusammen mit so einem Roboter ein Selfie machen, können Sie übrigens nächste Woche am Digitaltag Schweiz. Dort werden die neuesten Trends im Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz heiß umjubelt. Dass es sich allerdings um businessorientierte Digitalisierung handelt, scheint weniger zu stören. Hauptsache, man kann kopflos und unreflektiert konsumieren. Und genau hier setzt der Big Brother Award einen wichtigen Kontrapunkt, wird unangenehm aufdecken und deutliche Signale setzen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich ein signalrotes Kleid anhabe. Liebe Zuschauer, es ist hier nichts dem Zufall überlassen. In der Modewelt nennt man dieses Design ein Eye-Catcher und in der digitalen Welt ist dieses Benutzerschnittstellen-Design ein Dark Pattern. Laut Konsumentenschutz bin ich eigentlich verboten, weil ich Konsumenten wohl manipuliere. Und ich merke gleich selber, es funktioniert. Egal wohin ich gehe, sie folgen mir auf Schritt und Tritt. Früher sagte man dem geschicktes Marketing. Heute heißt das Neuromarketing. Hier wird geforscht, wie der Verbraucher im World Wide Web noch effektiver manipuliert werden kann. Ein schönes Beispiel für so ein sogenannter Dark Pattern liefert zum Beispiel die Swiss auf ihrer Website. Als erstes klickt ein roter, großer Balken auf, wie ein Fischköder auf Konsumentenfang. Sie klicken ihn an und bang, schon habe ich ganz freiwillig und freimütig bestätigt, dass meine Daten in einer Statistik auftauchen und ich habe erlaubt, dass im Sekundentakt personalisierte Angebote auf mich einprasseln. Und so hoffen wir, dass wir heute Abend Ihre Hirnneuronen und Synapsen etwas anregen, sodass Sie hinter die Fassade oder besser gesagt hinter die Matrix schauen können. Umso wichtiger ist es, dass wir eventuell Damen und Herren von der Presse hier haben. Sind denn einige hier? Ist jemand hier von der Presse? Ah, sehr schön. Sie sind unser Sprachrohr und es ist so wichtig, sind Sie hier, denn Sie decken Sachen auf, die wirklich aufzudecken sind. Deshalb vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Denn Fakt ist, dass mittlerweile Datenbearbeiter mich besser kennen als mein eigener Ehemann. Ja, persönlichste Informationen über mich werden ohne mein Wissen gesammelt, gescored, aufbereitet
angereichert und weiterverkauft. Infolge werde ich zielgenau beworben und Angebote oder Dienstleistungen stehen mir plötzlich neu oder gar nicht mehr zur Verfügung. Oder die Versicherungsprämie steigt, ohne dass es einen ersichtlichen Grund gibt. Deshalb, oder seien sich auch bewusst, ich muss schnell einen Schluck trinken, die trockene Luft hier. Oder seien sich bewusst, dass Ihr Neuwagen nicht nur eine Dreckschleuder, sondern vor allem eine Datenschleuder ist. Wie viele Informationen tagtäglich Ihr Neuwagen dem Anbieter sendet, das wissen nur die wenigsten Fahrzeugbesitzer. Haben Sie einen guten, netten, gut informierten Verkäufer, haben Sie Glück gehabt, wenn nicht, haben Sie eher Pech gehabt. Oder sind Sie schon mal mit Ihrer 15-jährigen Tochter ins Einkaufszentrum gefahren? Plötzlich piept es vor der Wurstabteilung. Sie hält Ihnen Ihr Handy unter die Nase und Sie lesen, der Standort deines Autos ist in Karte markiert. Schön. Google Map weiß also, dass wir am Einkaufen sind und denkt, dass mein Auto meiner pubertierenden Tochter gehört. Weiter kann ich sehen, ich könnte noch den Standort bearbeiten, dass wir schon 31 Minuten am Einkaufen sind und ganz unten wieder das Angebot in roter Schrift Auto löschen. Was, wenn ich jetzt auf Papierkorb drücke? Irritiert frage ich meine Tochter, ob wir noch was Süßes essen gehen. Darauf sie knallhart, Mami, dann verlierst du wieder Punkte in deiner Diät-App, bist frustriert, isst zu viele Cremeschnitten und kommst so nie aus deiner App-Spirale raus. Da muss ich ihr allerdings recht geben. Also ab ohne Schnitten zum geparkten Schlitten. Der Big Brother Award soll wachrütteln, Konsumenten aufklären und aufzeigen, wie fette Datenspinnen ihre Opfer im Netz fangen. Alleine hier in der Universität Zürich, in der größten Universität der Schweiz, sind 26.000 Datenlieferanten mit ihren Smartphones und Computern täglich online und füttern die vernetzte Welt. Unsere Gastgeberin der Uni Zürich ist die Vizerektorin Prof. Dr. Gabriele Siegert. Sie absolvierte ein Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Augsburg. 2013 bis 2017 hat sie als Mitglied der Eidgenössischen Medienkommission den Bundesrat bezüglich der Medien beraten. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus unsere Gastgeberin Prof. Dr. Gabriele Siegert. Bevor Sie loslegen, dürfte ich Sie einfach ganz eine kleine Mini-Frage stellen, einfach weil es mich so wundernimmt. Als Medienberaterin, als ehemalige Medienberaterin des Bundesrates, was hätten Sie dazu mal Ueli Maurer geraten für das Interview zum Treffen mit Donald Trump aus CNN? Oh, ist schwierig, das wäre vielleicht eher was für einen PR-Berater oder für eine PR-Beraterin gewesen. Man muss natürlich sagen, manchmal ist es schön, wenn die Leute authentisch sind. Das ist auch. Ja, das ist zu einem gewissen Grad erfrischend, wenn Würdenträger oder Akteure des öffentlichen Lebens nicht einfach immer ablesen, sondern mal was spontan sagen und dabei in Kauf nehmen, dass es vielleicht schief geht und dass sich die Welt über sie amüsiert. Ist auch nett, wir haben was zu lachen. Und es hat so was Erfrischendes. So, aber auch ein bisschen sehr authentisches. Aber ja, schön, danke. Ich lasse es jetzt. Ja, gut. Ich habe das natürlich, wie sich das gehört, für eine ganz offizielle Begrüßung alles auch niedergeschrieben. Meine Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen an der Universität Zürich. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und ich habe die Ehre, eben Sie ganz offiziell im Namen der Universitätsleitung und der Universität zu begrüßen. Und folgt man dem Aphoristiker Helmut Gassel, dann ist inzwischen das Bergen von Datenschätzen lohnender als das von Bodenschätzen. Neben den besseren Perspektiven für den Profit
hat das Schürfen von Daten gegenüber dem von Bodenschätzen einen weiteren offensichtlichen Vorteil. Man macht sich nicht schmutzig, zumindest äußerlich und im konkreten Sinn. Im übertragenen Sinn darf, nein, muss man allerdings die Frage stellen, ob es wirklich so eine saubere Sache ist, wenn Wahlmanipulatoren wie Cambridge Analytica oder Marketingagenturen wie Hyper digitale Sprachassistentinnen von Alexa über Cortana bis Siri, Computer in Connected Cars, wir haben es gehört, ja sogar Spielzeugpuppen wie Hello Barbie, unsere Privatsphäre verletzen, sich ohne unser Wissen unserer Daten bemächtigen und heimlich mitlesen, mithören, aufzeichnen und auswerten. Alles nur, um die Angebote zu verbessern, so wie sich das Unternehmen oft, rechtfertigen, wir brauchen das alles nur zur Verbesserung der Sprachassistenten. Oder doch eher, um dann diese Daten gewinnbringend zu eigenen Zwecken zu nutzen und oder auch an den Meistbietenden zu verkaufen. Der wahre Wert der Daten liegt ja nicht in den Daten per se, sondern in ihrem Potenzial, was man alles damit machen kann. Die Big Brother Awards bringen unter anderem solche Datensünden ans Licht. Dabei geht es den Veranstalterinnen und Veranstaltern auch darum, ein breites Publikum für die Verletzung unserer Privatsphäre und die Angreifbarkeit personenbezogener Daten zu sensibilisieren. Dass dieser Anlass nach einer Pause von 10 Jahren nun hier an der UZH sein Revival feiert, freut mich und erscheint mir auch sehr passend. Denn, das darf man nicht vergessen, auch in der Wissenschaft bilden in vielen Fällen Daten das Herzstück. Sie sind oft das Herzstück moderner Forschung und sie sind zentrale Grundlage für neue Erkenntnisse. Spitzenmedizin zum Beispiel wäre ohne die Sammlung und Auswertung von Patientendaten undenkbar. Und da sind wir sehr nah an der Privatsphäre. Als öffentliche Orte freier Wissenschaft befinden sich Universitäten dabei stets in einem engen Spannungsfeld zwischen der Pflicht, sensible Daten zu schützen einerseits und der Verpflichtung gegenüber der Forschungsfreiheit andererseits. Das ist ein Balanceakt. Und damit der Balanceakt zwischen akademischer Freiheit und Datenschutz gelingt, folgen wir an der Universität Zürich klaren und vor allem verbindlichen datenschutzrechtlichen Grundsätzen. Wir haben dazu, oder wir haben, man muss es anders sagen, wir haben auch dazu gelernt und lernen natürlich immer noch dazu. Und wir haben natürlich, wie sich das gehört für eine so große Organisation, auch ein Merkblatt veröffentlicht, 2016. Und wir folgen diesem Merkblatt, vor allem aber den Prinzipien Gesetzmäßigkeit, Datensparsamkeit und Transparenz. Das hat unter anderem zur Folge, dass jedes Mitglied der UZH-Community das Recht hat, zu entscheiden, wer welche Daten über seine oder ihre Person zu welchen Zwecken erhebt, bearbeitet und speichert. Um Datenmissbrauch zu vermeiden, haben wir vor 2 Jahren außerdem eine Abteilung für Recht und Datenschutz aufgebaut. Sie überprüft Forschungsprojekte aus datenschutzrechtlicher Sicht oder berät Angehörige der Universität bei datenschutzrechtlichen Fragen. Aber klar, auch wir können nicht ausschließen, und ich will das hier gar nicht ausschließen bei allen Bemühungen, dass die Verkettung unglücklicher Umstände auch datenschutzrechtliche Probleme verursachen kann. Ich würde mal behaupten, keine große Organisation, die viel mit Daten arbeitet, kann per se von sich sagen, es ist völlig ausgeschlossen. Allerdings weiß ich aus fast zuverlässiger Quelle, die ich natürlich aus Datenschutzgründen geheim halte, dass ich berechtigt vermuten kann, dass wir heute Abend nicht für einen Award nominiert sind. Wir schauen mal. Aber klar, alle großen Organisationen, auch die Universität Zürich,
muss dazulernen, muss sich weiterentwickeln, muss auch in diesen Fragen Schutz der Privatsphäre, Datenschutz dazulernen, sich weiterentwickeln, ohne ihren Kernauftrag zu verletzen. Ich begrüße es außerordentlich, dass die Veranstalter und Veranstalterinnen der Big Brother Awards erstens mit dieser Auszeichnung, aber zweitens darüber hinaus natürlich in einem konstruktiven Dialog den Ausgezeichneten, allen anderen Organisationen und der Gesellschaft als Ganzes helfen, sich hier weiterzuentwickeln, dazu zu lernen, Neues, Besseres anzustoßen, eine Verbesserung für alle anzustoßen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir eben heute Abend miteinander hier sind und das miteinander feiern können. Und bin gespannt, was ich selbst und wir alle für Anregungen zum Thema Datenschutz erhalten. Und ich bin natürlich genau wie Sie auch sehr neugierig, darauf zu erfahren, wer denn die Big Brother Awards 2019 in der Schweiz erhält. Meine Damen und Herren, im Namen der Universität Zürich wünsche ich Ihnen einen angenehmen, spannenden, anregenden Anlass, den Veranstaltern einen erfolgreichen Anlass und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend. Vielen Dank, Professor Dr. Gabriele Siegert. Meine Damen und Herren, seien sich bewusst, dass Sie beim Surfen auf Suchmaschinen oder auf Social-Media-Plattformen für digitale Datengiganten zum offenen Buch werden. Sie werden punktgenau analysiert. Und dass die Daten im Netz sich verselbstständigen, ich meine, das lässt sich nicht mehr aufhalten, das ist längst Realität. Aber das Schlimme daran ist, dass es immer unter dem Deckmantel läuft, smarte Dinge vereinfachen uns das Leben. Aber es kann nicht sein, dass die Datensammelmaschinerie im Hintergrund uns das Leben manipuliert. Meine Damen und Herren, 42 Nominationen sind für die Big Brother Award eingegangen. Unter den Nominierten befinden sich Firmen, Vereine und staatliche Institutionen. Ein sehr eindrücklicher Fall ist zum Beispiel der Stellwerk-Test. Verantwortlich für die Stellwerk-Website ist der Lehrmittelvertrag St. Gallen. Dieser Stellwerktest, also weichenstellend für die Laufbahn unserer Kinder, wird seit Jahren in der Sekundarschule durchgeführt. Die Prüfung besteht aus einem fachlichen Einstufungstest und ist obligatorisch und dem optionalen psychologischen Test PSM. Persönliche, charakterbezogene Kompetenzen eines Schülers sollen hier aufgezeigt werden. Der Stellwerktest wird von einer privatwirtschaftlichen Firma verkauft. Die Datenschutzbestimmungen der beteiligten Akteure sind sehr vage oder gar nicht auffindbar. Der Test wurde dazu mal kostengünstig in Indien programmiert. Auf Nachfrage, wo und wie die Daten der Schüler gespeichert und gesichert sind, kamen nur ausweichende und sehr diffuse Antworten. Und wohlgemerkt, es handelt sich um höchst sensible personenbezogene Daten wie Noten, Bewertungen, Auffälligkeiten und so weiter. Wie es sich hier also mit dem Datenschutz verhält, bleibt im Dunkeln. Die Frage, wie sinnvoll und aussagekräftig es ist, dass Algorithmen unsere Kinder psychologisch bewerten mit computergenerierten Auswertungstexten, ist eine andere weitreichende Frage. Die Ergebnisse des PSM-Tests sollen laut Anbieter nicht für selektionswirksame Beurteilungen herangezogen werden. Tatsache ist aber, dass viele Firmen nur zum Bewerbungsgespräch einladen, wenn auch die PSM-Ereignisse mitgeliefert werden. Bevor ich hier aber alle 42 Fälle erläutere und ich Ihnen und uns keine dreitägige Preisverleihung zumuten möchte, hat sich eine Fachjury für drei Fälle entschieden, die den Negativpreis besonders verdient haben. Und diese drei Fälle belegen eindrücklich, dass das Datenschutzgesetz in der Schweiz dringend modernisiert werden muss. Hinter der Fachjury stehen vier mutige Menschen. Und glauben Sie mir, es sind die Avengers der heutigen Zeit.
Tag für Tag kämpfen sie um Gerechtigkeit und Datensicherheit. Sie haben keine Angst vor niemandem. Sie lassen sich mit keinem Geld der Welt bestechen. Sie besitzen Superkräfte gegen Cyberattacken und tragen den schwarzen Gürtel in digitaler Selbstverteidigung. Ich darf Ihnen vorstellen, Superman heißt eigentlich Kirre Schönenberger. Er ist Geschäftsführer der Organisation Digitale Gesellschaft und hat sie 2011 mitinitiiert. Die Digitale Gesellschaft ist eine Bürgerrechtsorganisation, die sich für Grund-, Menschen- sowie Konsumentenrechte im Internet einsetzt. Kirre Schönenberger kennt das Internet noch aus der Zeit vor dem World Wide Web und ist der erste bezahlte Netzaktivist in der Schweiz und setzt sich unermüdlich für eine offene, freie und nachhaltige digitale Gesellschaft ein. Spider-Man heißt im richtigen Leben Hernández Márquez, Hernani Márquez. Er ist Mitglied und Aktivist des Chaos Computer Clubs Schweiz, die ihr Büro liebevoll Hackerspace nennen. Jede Woche gibt es ein Chaos-Treffen und die Mitglieder haben sogar einen eigenen Bastelraum. Nein, hier werden keine Makroeulen gebastelt und auch keine Abfalleimer aus Zigarettenpapier. Hier wird nicht gehäkelt, hier wird gehackt und vor datenhungrigen Konzernen gewarnt. Captain Marvel heißt privat Nana Karlstetter. Sie ist Mitglied der PEP Foundation. PEP steht für Pretty Easy Privacy und ist eine Stiftung zur Förderung des Schutzes der Privatsphäre und der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit. Nana Karlstetters Superkräfte sind Philosophie, Mathematik, Psychologiestudium und sie hat einen Doktor in Wirtschaftswissenschaften. Sie ist Netzaktivistin, die in einem Interview sehr treffend, finde ich, erklärt hat: Wenn man sich vorstellt, das Internet ist so etwas wie eine Straße, dann besteht die Kaputtheit darin, dass es sich in dieser Straße Löcher befinden, wo Greifarme rauskommen, die an einem Auto entweder Benzin absaugen oder Teile abbauen, ohne dass man es merkt. Ich finde das ein super Bild. Der vierte Held ist Iron Man, der eigentlich Bernd Fix heißt. Der deutsch-zürcherische Superhacker ist Experte für Computersicherheit. Bernd Fix studierte Astrophysik und Philosophie. Er gründete den Chaos Computer Club Schweiz und hat verschiedene Forschungsviren programmiert. Die digitale Welt rettete er mit der ersten dokumentierten Antivirus-Software. Zudem sitzt er im Vorstand der WOW Holland Stiftung, die sich unter anderem für WikiLeaks stark macht. Dieses Engagement hat dazu geführt, dass schweizerische Unternehmen ihre Projektverträge mit Bernd Fix fristlos gekündigt haben. Er geht sogar so weit, dass er schon mal eine Postcard kopiert und anschließend verwendet, um Sicherheitslücken aufzuzeigen. Also halten Sie heute Abend bitte Ihr Portemonnaie fest. Und jetzt, meine Damen und Herren, bitte ich Ihnen einen herzlichen Applaus, unsere Jury-Avengers, Kirre Schönenberger, Hernani Márquez, Nana Karlstetter und Bernd Fix. Und ich darf der Nana Karlstetter das Wort bitte. Kommt doch, ist es an? Aha, jetzt ist es an. Ich freue mich sehr, dass alle gekommen sind und ich freue mich wirklich auch sehr, dass dieser Big Brother World so zustande gekommen ist und es den jetzt in der Schweiz mit diesem Jahr wieder gibt. Letztes Jahr gab es schon mal eine gemeinsame Gegenveranstaltung zum Digitaltag und im Nachgang dazu ist die Idee entstanden, den Big Brother World im neuen Team wieder aufleben zu lassen. Für uns ist einfach wichtig zu realisieren, dass Privatsphäre und Informationsfreiheit Menschenrechte sind, die gewahrt werden müssen, weil das essentielle Werte sind und Grundrechte in einer freien demokratischen Gesellschaft. Und deshalb will der Big Brother World der Zivilgesellschaft eine Stimme geben, die mehr ist und mehr zum Ausdruck bringen kann, als das, was sonst feigenblattmäßig oft unter Einbeziehung passiert.
Insofern hoffen wir und freuen uns sehr, dass wir viele Nominierungen bekommen haben und wir hoffen, dass wir welche ausgewählt haben, die möglichst gut wiedergeben, was die Bevölkerung uns an Fällen zugespielt hat. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht und übergebe das Wort wieder an Jasmin. Alles klar, vielen Dank. Lara Kautschuk. Ja, meine Damen und Herren, dank unseren Jurymitgliedern wird der Big Brother Award nach 10 Jahren Dornröschenschlaf endlich wieder zum Leben erweckt. Der Preis entstand 1998 und kommt ursprünglich aus England und wurde bereits in 19 Ländern verliehen. Der Name Big Brother ist natürlich eine Anspielung auf die berühmte Figur des großen Bruders in George Orwells 1984. Wie schaffen wir also den Spagat, dass trotz unserer digitalen Welt wir immer noch dass trotz digitaler Umwelt unsere Privatsphäre geschützt wird? Wir als Konsumentinnen und Konsumenten dürfen nicht uns einfach zum gläsernen Datenlieferanten degenerieren. Deshalb ist es höchste Zeit, die Pokale frisch zu polieren und an neue Empfänger zu vergeben. Die 3 Preise, die Sie hier vorne sehen, sind Miniaturstatuen vom Künstler Peter Sommer aus Ostwestfalen. Sie zeigen eine Figur, eine Person ohne Gesicht. Und vielleicht sieht man es, die Schultern sind nach oben gezogen, als würde sie sagen, ich weiß von nichts. Hinten hat diese Person klafft eine längliche Wunde am Rücken, sie ist also eine Person ohne Rückgrat. Eine genormte Person, die berechenbar und vor allem manipulierbar ist. Dann sieht man auch schön, dass die Figur an eine Glasplatte gefesselt ist. Und auf dieser Glasplatte ist ein Hexadezimalcode eingraviert oder eingeschweißt. Und wenn man diesen entschlüsselt, dann ergibt sich eine wunderschöne Textstelle aus dem Buch Schöne neue Welt von Huxley, einem Roman der Zukunft. Oder mittlerweile der Gegenwart. Wir haben die Preise in unterschiedliche Kategorien ausgewählt. Diese werden von unserem Laudator, auf den Sie sich gleich freuen dürfen, verliehen. Wie bei der Oscar-Verleihung sind die Nominierten natürlich im Vorfeld informiert und eingeladen worden, den Preis entgegenzunehmen. Und falls diese Person tatsächlich die Courage hat, heute Abend nach vorne zu kommen und diesen Preis entgegenzunehmen, ist sie natürlich dazu herzlich eingeladen und kann in einem kurzen Interview Stellung dazu nehmen. So, nun kommen wir also zu der ersten Preisverleihung in der Kategorie Start. Der Preis wird von einem tollen Künstler verliehen, bekannt geworden als Rapper und Beatboxer. Meine Damen und Herren, ein herzlicher Applaus für Kneckebuhl. Merci beaucoup. Kneckebuhl. Ja. Ich habe noch eine kurze Frage. Und das ist wirklich so eine Ja- oder Nein-Frage, bevor du loslässt. Nein. Moment. Aber ich kann dich natürlich nicht einfach so fragen, das muss man Kneckebuhl-mäßig machen. Und deshalb brauche ich so einen Kneckebuhl-mäßigen Böse-Katze-Beat. Wow, du, wow. Du bist ein langsamer Beat, ja, so oder? Ein bisschen. So eine, okay, so eine. Kneckebuhl, du sagst, von dir selber, du bist Freestyler, Beatboxer, Rapper, Entertainer, bist ein Künstler, Moderator, Aktivist und Unternehmer. Dann sagst du ja, wovon du rappst. Sag mal, hast du eigentlich ADHS? Mach aber auch in Live mit Jasmin! Also, du musst es noch beantworten, hä? Ja, hast du ADHS? Nein, es ist auch noch nicht diagnostiziert worden. Als ich auf die Welt kam, hat es das noch nicht gegeben. Und darum habe ich Glück gehabt, bin nicht diagnostiziert, aber wahrscheinlich habe ich das schon. Apropos ADHS, du hast jetzt den Ding gar noch nicht verkündet, oder? Der, der den Preis gewinnt.
Das sind noch gar nicht Start. Ich habe gesagt, in der Kategorie Start. Ah, mehr habe ich noch gar nicht verraten. Ah, danke, sorry, wo ich meinen Namen habe gehört. Also, ja, wie gesagt, mein Name ist Knäckebull. Wieso ich das hier genau mache? Weil es mir ein Anliegen ist. Die Frage ist, kann ich das? Ich bin leicht aufgeregt, weil ich das erste Mal seit etwa 4 Jahren muss wirklich faktische Sachen sagen. Vorbereitet zum einem wichtigen Thema. Und darum würde ich sagen, wir fangen an mit der Preisverleihung. Es wäre schön, wenn ihr dann so ein bisschen an einem Reggae-Dancehall-Event würdet so ein bisschen verschiedene Geräusche machen und lärmen und brr, brr und lärmen, wenn ich den Sieger verkünde. Ich hoffe, er ist nicht da. Wer weiß, vielleicht ist er da. Meine Damen und Herren, der Gewinner in der Kategorie Staat unter dem Titel Geheimjustiz im Überwachungsstaat ist das Zwangsmassnahmengericht vom Kanton Zürich! Das habe ich auch von dir. Das sehe ich auch in mir aus. Ist jemand hier vom Zwangsmassnahmengericht vom Kanton Zürich? Ist niemand da. Vielleicht mache ich noch ein Foto von der fiktiven Übergabe von diesem Award. Also ist niemand da. Ich kann immer noch kommen, falls das live übertragen wird. Liebe Menschen vom Zwangsmassnahmengericht im Kanton Zürich, die können immer noch vorbeikommen in diesem Gebäude hier. Okay. Und jetzt so eine ganz kurz, laudatio-mässig, etwa 5 Minuten, erkläre, um was das geht. Für die, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich das mache, weil ich selber zuerst nicht mehr rauskomme und jetzt komme ich ein bisschen raus. Also, und ich werde das Wort Zwangsmassnahmengericht vom Kanton Zürich etwa 500 Mal sagen. Also, das Zwangsmassnahmengericht macht Folgendes. Das Zwangsmassnahmengericht kann Zwangsmassnahmen verhängen. Das heisst, verdächtigte oder beschuldigte Personen können während einem Strafverfahren zum Beispiel eben überwacht werden. Mit verschiedenen Methoden, also die können ausspioniert werden, die können das Telefon vermanzt werden, man kann mit verdeckten Ermittlern in Privatkreis eindringen und so weiter. Und natürlich auch mit modernsten Überwachungstechnologien kann die digitale Privatsphäre von diesen Menschen bis aufs Hinterste durchleuchtet werden, was einen recht krassen Grundrechtseingriff bedeutet, selbst wenn die irgendwie verdächt zum Teil berechtigt wären. Und darum ist es wichtig, dass man das mega mit Samenpfoten anhängt oder mega vorsichtig anwendet. Und uns dünkt, dass das Zwangsmassnahmengericht vom Kanton Zürich eigentlich das Gegenteil von dem macht. Also überhaupt nicht vorsichtig anwendet die Zwangsmassnahmen, sondern es gibt 2 Probleme mit dem Zwangsmassnahmengericht. Erstens werden 97% von allen Anträgen auf so Zwangsmassnahmenverhängungen einfach durchgewunken. Von diesen Zwangsmassnahmengericht. 97% wird einfach gesagt, ja. Das hat verschiedene Gründe. Zum Teil haben die Richter, glaube ich, nicht so viel Zeit. Zum anderen ist es auch so, dass in einem normalen Gerichtsverfahren lässt man die beschuldigte Parteien und die Staatsanwaltschaft. In so einem Gerichtsverfahren kann man das nicht machen, weil es wäre ja dumm, wenn man würde, den Beschuldigten auch fragen, was findest du dazu, dass du überwacht bist? Und darum ist macht Sinn, oder? Das habe ich zum Beispiel verstanden. Und darum ist es recht ein einseitiger Antrag, der hier an den Richter hergetragen wird. Und der Richter winkt das eigentlich durch. So 97%. Für mich dann das eher so ein nach einem Notar, der so eine Unterschrift macht und sagt, ja, die Zwangsmassnahmen, die werden einfach so verhängt. Und das ist problematisch. Zum Beispiel der Bundesrichter Niklaus Oberholzer, der sagt, der hat selber die Bewilligung von Telefonabhörungen überwacht, also oder darüber entschieden. Und er hat gesagt, schlussendlich haben die Zwangsmassnahmengerichte, der ihre Funktion ist ein Feigenblatt. Man kann nicht verteuft prüfen und man hat wenig Zeit. Und schlussendlich, wie ihr seht, wird es durchgewunken. Das zweite Problem ist, dass die ganzen Entscheide von diesen Zwangsmassnahmengerichten unter Geheimhaltung, unter einer unnötigen Geheimhaltung gemacht werden. Das heisst, die Öffentlichkeit, Anwälte, Politiker wissen zum Teil gar nicht, was hier alles verhängt wird. Es ist so wie in einem schummrigen Ding, obwohl es eigentlich ein recht ein wichtiges Thema wäre, wo wir alles darüber diskutieren können, bekommt man schlussendlich gar nicht richtig mit. Die Urteile werden nicht veröffentlicht. Und zudem sagt der Verfassungsrechtler Urs Sachsen, sagt, die Bundesverfassung verlangt die Öffentlichkeit der Justiz und ihrer Urteile. Die heutige Praxis der Zwangsmassnahmengerichte, ihre Urteile geheim zu halten, ist verfassungswidrig. Also das heisst, es wird alles durchgewunken und es bleibt alles im Dunkeln, wer wird vom Staat wie, mit welchem, in welchem Umfang überwacht.
Und das wird jetzt noch absurder, wenn man sich überlegt, mit was für modernen Technologien das kann überwacht werden. Es kommen da jetzt so Wörter, die erläutert werden, wie Staatstrojaner werden eingesetzt. Es wird ein IMSI-Catcher eingesetzt worden. Man hat Server überwacht und bevor ich mich verliere, damit zu erklären, was zum Beispiel ein IMSI-Catcher ist, gebe ich das Wort über am Kire, weil er kann nämlich genau sagen, mit was für Technologien das hier geschafft wird. Also mit dem Einsatz von Staatstrojanern ist eigentlich der elektronische Einbruch in Geräte von verdächtigen Personen gemeint. Mit dem Einsatz besteht die grosse Gefahr, dass die digitale Intimsphäre von den entsprechend betroffenen Personen verletzt wird, weil sich auf unseren Handys und Computern unzählige, höchst sensible Daten anhäufen. Denken wir nur an alle Fotos, Videos, an Adresslisten, Agenda, Passwörter, Notizen, Gesundheitsdaten, Korrespondenz etc. und den Austausch unter Umständen auch mit dem Arzt oder mit der eigenen Anwältin. Der Einsatz von Staatstrojaner schwächt dazu an, aber auch die Sicherheit der Computer insgesamt und von uns allen, weil sie zum Funktionieren auf Sicherheitslücken angewiesen sind, die typischerweise müssen um Schwarzwert besorgt und gehortet werden, anstatt dass sie in unseren Geräten durch Patches und Updates geschlossen werden. Der Einsatz von Staatstrojanern ist aus diesen Gründen extrem problematisch und kann höchstens als ein Ultima Ratio zulässig sein. Der Kanton Zürich hat aber Staatstrojaner besorgt und eingesetzt, bevor es überhaupt eine Rechtsgrundlage dafür gab. Jetzt ist nicht nur beim Einsatz von Staatstrojanern der Kanton Zürich schneller, als es das Gesetz erlaubt. Die Kantonspolizei hat bereits Ende 2013 sogenannte IMSI-Catcher besorgt, für die ebenfalls erst im Nachhinein eine Rechtsgrundlage hat müssen geschaffen werden. IMSI-Catcher simulieren Handyantennen, wo sich alle Handys im Umkreis von ein paar hundert Meter einbuchen. Mit dieser Massnahme kann man dann Gespräche und SMS überwachen. Man kann aber auch feststellen, wer gerade sich an einem Ort befindet. Eine Art unsichtbare Ausweiskontrolle, wenn man so will. Die dritte Besonderheit von Überwachungsmassnahmen betrifft die sogenannte Serverüberwachung. Die Kantonspolizei Zürich überwacht, anstatt verdächtige Personen, wie es vom Gesetz vorgesehen wird, auch direkt Server in Rechenzentren. Da kommt ein Man-in-the-Middle-Attacke oder Methode in Einsatz, wo Kommunikationsdaten direkt im Provider ausgeleitet und ausgewertet werden. Dass auch für diese Methoden keine Rechtsgrundlage in den einschlägigen Überwachungsgesetzen gibt und auch bis heute nicht gibt, ist man bei dieser Variante auch darauf angewiesen, dass die Provider in einer problematischen Public-Private-Partnership auch mitmachen. Merci vielmals. Habt ihr den Kirin verstanden? Ja. Da kann man auch immer quatschen, wenn das gerade da ist. Versteht ihr mich auch? Also dialektmässig und so. Geht das? Ich bin der einzige Berner, der schnell reden kann, aber auf jeden Fall. Ist es so, die digitale Gesellschaft hat dann das Zwangsmaßnahmengericht vom Kanton Zürich auch mal gefragt, mit welcher Begründung das zum Beispiel die Überwachung überhaupt ist gemacht worden. Und die Antwort vom Zwangsmaßnahmengericht ist gesehen, das muss ich ablesen, nach unserer Praxis ist es uns nicht erlaubt, über einzelne Überwachungsmaßnahmen oder einzelne Typen von Überwachungsmaßnahmen Auskunft zu erteilen. Das heißt, ich sage, nach unserer Praxis. Und wir finden so ein bisschen, die Maßgabe vom staatlichen Handeln ist das Gesetz und nicht unsere oder ihre Praxis eigentlich.
Ja, das wäre es. Also wir haben gezeigt, was gemacht wird, was falsch gemacht wird. Und der Preis soll ja nicht nur ein Rant sein, wobei schon ein bisschen auch. Aber es soll auch eine Aufforderung zum Dialog sein oder ein Input, was man könnte besser machen. Was zum Beispiel muss passieren, die Politik muss aktiv werden. Sie will scheinbar auch. Zum Beispiel der SP-Ständerat Claude Janiak stellt eine Änderung von Strafprozessordnung in Aussicht. Der FDP-Ständerat Andrea Caroni und SP-Nationalrat Martin Neff sehen beide Handlungsbedarf. Immerhin. Und dann ist es so, dass einzelne Massnahmengerichte von anderen Kantonen, die veröffentlichen, die entscheiden schon. Zum Beispiel ist es vom Kanton Basel-Landschaft und vom Kanton Freiburg werden ausgewählte Entscheidungen im Nachhinein publiziert, aber eben auch nur ausgewählte. Und wir finden eigentlich, dass von diesen Zwangsmassnahmengerichten alle Entscheiden sollten schlussendlich veröffentlicht werden, damit kann ein Diskurs stattfinden, damit die Öffentlichkeit, Anwälte und Politiker über den Umfang und über die Art von der Überwachung durch den Staat informiert sind. Und ich glaube, an dieser Stelle könnte man ja noch einmal einen kleinen zynischen Applaus für das Zwangsmassnahmengericht vom Kanton Zürich von sich geben. Vielen Dank, Kneckebuhl. Kneckebuhl hat ja schon gefragt, ob jemand hier ist vom Zwangsmaßnahmengericht. Ist nicht, das war sie verbindlich. Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen. Und zwar lässt daraus schließen, dass sie ziemlich überrascht sind und beleidigt. Ah ja, oh. Aber gleichzeitig sagen sie auch in der E-Mail, dass sie bereit sind natürlich für einen Diskurs und dass man doch vorbeigehen sollte. Könnten wir doch alle zusammentun. Meine Damen und Herren, wer ist denn eigentlich heute Abend mit dem Auto hier? Aha, nein, keine Angst. Ist cool. Wussten Sie, dass die Stadt Zürich ein Parking-App hat? Ja? Benutzen Sie das auch? Nee? Weil haben Sie sich schon mal gefragt, wer hinter dieser App steckt? Also es ist nicht etwa die Stadtverwaltung, nein, es sind Private. Ich meine, cool, eigentlich cool, easy, so ein Parking-App, aber Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie wirklich an eine private Person ihr Vertrauen geben und einfach ihr mitteilen, wo sie gerade geparkt haben und vor allem, wie lange sie dort sind. Und sorry, liebe Zürcher, aber da muss ich jetzt einfach mal die Basler loben. Basler verzichtet nämlich ganz bewusst auf ein privat entwickeltes App und möchte eine Stadt-App, auch von der Stadtverwaltung eine App entwickeln lassen. Und so weiß ich als Konsumentin oder als Konsument, nach 24 Stunden werden meine Daten wieder gelöscht. Wirklich bewusst sein, dass wir unaufhörlich getrackt werden und da gibt es wirklich gruselige Beispiele. Eine Kollegin von mir wollte wissen, wie viel eine Wohnung in Paris kostet. Und als sie etwas Passendes und Günstiges gefunden hat, hat sie dieses Angebot via E-Mail ihren Familienmitgliedern gesendet. Plötzlich taucht auf der französischen Immobilienseite auf, dass ihr Haus in der Schweiz zum Verkauf steht. Also, der Algorithmus war ihr um Meilen voraus, er kombinierte, sie sucht eine Wohnung in Paris, ergo wird sie ihr Haus verkaufen. Also sie kann froh sein, dass Monsieur Algorithmus nicht schon das Zügelunternehmen bestellt hat. So, liebe Gäste, ich darf Ihnen nun unseren Referenten des heutigen Abends vorstellen. Er ist Künstler, Netzpionier und Gründer des Vereins Digital Courage, der sich seit 1987 in Deutschland für eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter einsetzt. Seit 2000 ist er Organisator und Jurymitglied des deutschen Big Brother Awards. Er war berufenes sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des 17. Deutschen Bundestags. Auch prägte er 2001 das berühmte Wort Datenkrake, das inzwischen in den allgemeinen Sprachgebrauch aufgenommen wurde. 2004 erhielt er gemeinsam mit Rena Tangens den Kunstpreis Evolutionäre Zellen. 2008
den Theodor-Heuss-Medaille für das Engagement für die Bürgerrechte, 2014 den Taz-Panther-Preis für Helden des Alltags und letztes Jahr zusammen mit Rena Tangens die Ehrennadel der Stadt Bielefeld. Es kann nur einer sein, nämlich Padelun, und wir freuen uns, dass er heute Abend hier sein kann. Und mein Lieblingssatz von ihm ist: Die Reihenfolge kann nicht sein, Digitalisierung first und Bedenken second. So, freuen sich auf seine Referat und herzlichen Applaus, Padelun! Ich höre ja solche Vorreden immer wieder gern an. Ne? Es ist ein bisschen so, boah, da hat man jetzt 40 Jahre so im Krempel gearbeitet und dann kommt da so eine Aufzählung raus. Das ist toll. Ganz toll, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, ich wurde ja schon gesagt, ich veranstalte mit die Big Brother Awards in Bielefeld. Ich habe also damals zusammen mit den Schweizer Kolleginnen und Kollegen der Big Brother Awards, die es damals ja auch gab, gleichzeitig im selben Jahr Big Brother Awards herausgegeben. Begonnen hat das in England, Simon Davis hat das erfunden und dann haben die einfach so mal hoch so eine Veranstaltung gemacht und ein paar Regeln gegeben. Und Sie wissen ja, Regeln sind besonders dafür gut, dass man erst einmal nachdenkt, bevor man sie bricht. Und dann haben wir auch ein paar Regeln davon gebrochen. Und dann haben im Jahr darauf auch die Österreicher einen Big Brother Award herausgegeben und dann hat uns eine Journalistin angerufen und gefragt, sag mal, warum macht ihr das nicht in Deutschland? Und dann haben wir gesagt, ja okay, das machen wir. Und am nächsten Tag stand es im Tagesspiegel, dass wir die Big Brother Awards machen würden. So, das war dann spannend. Ja. Und damals haben wir eben überlegt, Big Brother Award, wir haben überlegt, wollen wir die überhaupt Big Brother Award nennen? Weil Big Brother Award, naja, der große Bruder, und da geht es ja darum, überwacht werden vor allem Parteimitglieder. Der Klebs wird ja gar nicht groß überwacht, sondern es geht ja darum, dass die Elite sich gegenseitig auf den Geist geht. Und wir fanden ja eigentlich, und deswegen steht auf dieser kleinen Platte, auf der Gasplatte, auch ein Text von Huxley drin. Das ist nämlich die Schlafschule. Ich weiß nicht, kennen Sie die? Wo die Kinder, die Babys in den Wiegen liegen und schon mal richtig geprägt werden. Es ist so schön, ein Better zu sein. Und ach, Alphas müssen so viel arbeiten und Gammas müssen Kaki tragen. Das ist blöd. Ich bin ein Better, das ist toll. So werden die halt geprägt, ne? Die ganze Nacht flüstern diese Stimmen. Und der Text steht da drauf, weil wir dieses Buch von Huxley viel, viel passender fanden als das Orwellsche Buch mit dieser furchtbaren Folter und so, die drin steckt, weil eigentlich gehen wir uns doch alle selber genügend auf den Geist. Und das steht bei Huxley drin, hier mit unserer Promiskuität und offenen Ehen. Toll übrigens, also ich kann nur dazu raten. Und den Drogen, und ich lebe manchmal in Berlin, das ist dann schon ein bisschen sehr Huxley. Ja. Und, ist ja manchmal auch nett, ja. Aber man trifft auch immer dieselben Idioten. Ja. Aber mal wieder ernsthaft zurück, und wir haben gedacht, nein, es geht nicht so sehr um die staatliche Überwachung, die ist gar nicht so schlimm, damals 2000, sondern was diese Unternehmen da ausbrüten. 2000 etwa hat Google auch angefangen, da waren die noch, haben die noch gar nicht gewusst, dass man so einen Satz wie Don't be evil sagen muss, das haben die ja später gelernt. Und das war alles noch so ein bisschen in den Anfängen. Und die Unternehmen haben uns sehr viel mehr geschockt, was da so alles abgesaugt wird. Was ich halt herausgefunden habe, weil ich selber zusammen mit Rena Tangens so eine Art Provider war. Also wir haben 89 eine Mailbox aufgemacht. Mailbox ist das Wort, was man in Deutschland sagte. Überall weltweit sprach man von BBS, Bulletin Board Service. Also sprich, man konnte Mails versenden, aber man konnte auch öffentlich was schreiben. Das war ja eine geniale Sache, Brechts Radiotheorie einmal umgesetzt. Ne? Also so, jeder konnte veröffentlichen, unzensiert. Tolles Wort. Machen Leute heute leider auch. Aber okay. Und wir haben halt ausprobiert, wie müssen solche Sachen gestaltet werden. Und als ich dann zum ersten Mal selber Betreiber war und ich dann vor mir diesen Rechner hatte und da haben andere Leute angerufen, war ich überrascht, was ich alles über die mitkriege. Also, ich kannte ja etwas, ich wollte nur Leute aus dem lokalen Umfeld haben. Wir wollten nicht irgendwie der große Provider-Spin im Netz sein. Wir wollten nur Leute aus der Umgebung Bielefelds, weil regionale Systeme, wo man sich noch in die Augen gucken kann, wo Leute gucken können, wie sind die eigentlich drauf, denen ich meine Daten vertraue. Und dann war es dann halt so, dann konnte ich dann halt richtig mit, irgendwie nachts um 11, Karl lockt sich ein, 3 Login-Versuche. Und dann hat er dauernd musste er dauernd korrigieren. Am nächsten Tag traf ich ihn auf dem Markt und sagte, gestern Abend hat es aber 3 Whisky drin. Ne? Und der, woher weißt du denn das?
Ja, dann habe ich ihm das so erklärt, das war schon spannend. Und natürlich kann man sowas auch algorithmisch auswerten. Wir haben uns mit KI, also mit richtiger KI, nicht dieser KI heutzutage wird ja mal PowerPoint programmiert, wissen Sie, ne? Also Statistik noch in Excel, aber KI ist dann schon PowerPoint, sehr advanced. Und, aber tatsächlich mit sowas beschäftigt und auch schon mal irgendwie Elektroden ans Gehirn angeschlossen und geguckt, ob man trotz der ganzen Störsignale aus dem Computerumfeld damit was auf die Beine stellen kann. Und haben eben schon gewusst, ja, man kann sowas auch auswerten, voll elektronisch und etwas über Leute rausfinden und Annahmen treffen. Und das Tolle ist ja, was ich dann auch mal machte, so eine relationale Datenbank. Sagt Ihnen das was? Also eine Datenbank, ne? So, nehmen wir eine Excel-Tabelle, die haben Sie alle schon mal gesehen. So eine Spalte, Name, Straße, Postleitzahl, Hausnummer noch. So, und da kann man die umsortieren, zum Beispiel mal so nach Ort und Straße. Wer da alles nebeneinander direkt wohnt, ne? Die kennen sich doch garantiert. Quatsch, kennen sich gar nicht, ist völlig egal, weil man kann einfach Annahmen treffen, die völliger Kokolores sind und völlig falsch sind und danach werden Menschen beurteilt. So, also wer das gekauft hat, kauft auf das. Also wer Scheiße gekauft hat, kauft auch Goldlack. So. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eigentlich ziemlich egal. Solange irgendjemand davon auch mal Goldlack kauft, hat es ja funktioniert, offenbar. Aber es ist tatsächlich so, dass wir nach, ja, man sagt immer Algorithmen, das klingt immer so schön, aber das ist im Grunde alles noch sehr einfach. Das würde ich gar nicht Algorithmen nennen. Nach sehr einfachen Kriterien bewertet werden, die überhaupt nicht auf uns passen. Und ich habe dann das Glück, ja nur einen Namen zu haben, also Paviluna. Das ist kein Vor- und kein Nachname und ich passe in keine Maske. Das ist Selbstverteidigung. Die andere Selbstverteidigung für die Leute, die jetzt überlegen, Eltern zu werden, geben Sie Ihren Kindern langweilige Namen. Die werden es Ihnen später danken. Weil Menschen mit langweiligen Namen werden im Netz nicht gefunden. Ja? Das kann sehr hilfreich sein. Gerade wenn man versehentlich mal ein Nacktfoto von sich gepostet hat. Und das kriegt man ja nicht mehr raus. Das ist ja furchtbar. Also, mein Tarnname ist Karl Müller. Sowas funktioniert ganz gut. Ja. Und falls Sie einen interessanten Namen haben, ich habe ja so einen Verein Digital Courage, die Big Brother Awards veranstaltet. Wir haben auch einen Online-Shop. Da kann man sich nicht durch Ausweise herstellen lassen. Mit allen Daten, die Sie haben wollen. Kann man 15 Euro, ne? Also sollte man immer dabei haben. Also, ich fliege damit. Ne? Kürzlich stört es, sagte dann auch, nee, können Sie nicht mitfliegen. Ich sage, wieso? Naja, der ist abgelaufen. So, jetzt mache ich mal die Klammer zu. Die Klammer zu war, wir haben die kommerziellen Firmen vor allen Dingen im Blick gehabt und beim vom Staat gar nicht mehr so viel Angst gehabt. Das war so die Zeit, wo nach der Hausdurchsuchung bei uns dann der eine Staatsschützer anrief, zwei Monate später und fragte, ob sein Sohn bei uns ein Praktikum machen kann, weil die Kollegen hätten so begeistert von der Hausdurchsuchung bei uns erzählt. Also da hat man einfach so ein bisschen die Paranoia vom Staat verloren gehabt. Und naja, und mittlerweile ist das aber nicht mehr. Mittlerweile müssen wir höllisch aufpassen, was da gerade passiert. Nicht nur, dass, also, Sie wissen ja, ich komme aus Deutschland, deshalb spreche ich auch nicht so schön wie Kneckeberg. Es ist mir schwer zu folgen, aber Gott sei Dank bin ich hier in der Nähe von Basel aufgewachsen teilweise. Deshalb ist es nicht ganz schwierig. Also, dieser Staat, also mit diesem Aus, also jetzt diesen Sachen, die wir über 20 Jahre haben gesagt, stellen Sie sich vor, es kommt wieder eine rechte Regierung, das war ja unvorstellbar, das konnte man sich gar nicht vorstellen, noch nicht mal als Schweizer. Nicht? Also der schon eher so ein paternalistischer Trieb hat, den ich zum Teil ganz süß finde, ne? Also so Schweizer Firmen, so der Patriarch ist, sich aber junge Leute reinholt und den auch machen lässt, toll, fand ich immer super. Ich bin Künstler geworden, weil ich auf der Schweizer Musternässe tolle Industrielle kennengelernt habe. Ich fand die großartig. Und so als diese völlig undenkbar, dass mal rechte Regierungen wiederkommen würden. Und jetzt sind die da. Also wir haben Nazis, also Faschisten, richtige Faschisten in unserem Parlament schon sitzen. Und wir haben, und das ist ganz furchtbar, weil da fühle ich mich so mitschuldig. Ich bin ja auch so ein Anarcho eigentlich, ne? Trotz allem. Heute ausnahmsweise ohne Krawatte, sonst immer mit Krawatte. So diese Anarchie und wir brauchen keinen Staat, wir kriegen das alles selber hin, wir sind schon richtig tough. Und, ja, und was ist dabei rausgekommen? Milliardäre, die Staaten kaputt machen, weil wir vergessen haben, dass Staat etwas ist, was uns schützt.
dass wir unsere Institutionen verteidigen müssen, dass wir, habe ich erst gelernt 2008, als wir beim Bundesverfassungsgericht ein Verfahren gegen die Vorratsdatenspeicherung eingereicht haben und gewonnen haben. Also alle Daten mussten gelöscht werden. Und wie ist es in der Politik mit den Siegen? 10 Jahre später hat man wieder dasselbe beim Verfassungsgericht und noch Staatstrojaner und so weiter dazu. Also wir müssen diese Institutionen verteidigen und dafür sorgen, dass wir diese Anarchos, die eben letztendlich auch nur Faschisten geworden sind, dass wir die nicht weiter sich ausbreiten lassen. Die Jeff Bezos, die Peter Thiels, die, ja, letztendlich auch diese, bei denen mache ich ein bisschen Ausnahme, diese fitten Leute von Google, diese drei, die haben aus Mathematik eine Industrie aufgebaut. Das ringt mir Respekt ab. Die anderen nicht. Die anderen haben einfach nur, ja, schon mal was zusammen gemacht. Also bei Apple bin ich noch bereit, auch noch zu sagen, da ist auch noch Geist dabei, weil der Rest ist einfach nur Dreck. Also was dieser Zimmer, nee, Zuckerberg gemacht hat, ist einfach nur Dreck. Als der angefangen hat, haben wir gewusst, so darf man das nicht machen, sonst machen wir die Gesellschaft kaputt, wenn wir Netze so aufbauen. Er hat es halt einfach gemacht, verkauft sich halt. Und dann verkauft das noch nicht mal, sondern das ist ein Fluch, er verschenkt es nur. Das ist ganz brutal, lassen sich nichts schenken. Und wenn Leute sagen, das kriegen sie gratis, danke, nein, wenn ich das brauche, kaufe ich es mir. Lernen Sie das auswendig. Aus Sicherheitsgründen. Genau, aus Sicherheitsgründen. Da wollte ich eigentlich darauf hin, nämlich die Politik, die Ihnen alles auch mitverkauft, aus Sicherheitsgründen. Ich habe durch Herrn Nani, und der ein sehr eifriger Twitterer ist, das ist die einzige Social-Media-Sünde, die ich begehe, obwohl ich jetzt gerade ins Fediverse abwandere, er twittert unglaublich viel, dadurch kriege ich ein bisschen aus der Schweiz mit, was hier so die Themen sind, also wo der Staat auch Übergriffe macht, Wahlsysteme dauernd elektronisch versucht einzuführen. Ist das immer noch, habt ihr die endgültig beerdigt, die Wahlsysteme, oder ist noch nicht so weit, oder? Ja, lass mal, ich rede mal weiter, sag dann gleich was dazu. Ich höre auch gleich auf. Also, und wir haben halt auch permanent irgendwelche Politiker, die aus Sicherheitsgründen irgendwo Kameras hinhängen. Das Schlimme ist, die Menschen glauben da dran. Ich stand irgendwann mal bei einem CDU-Parteitag zusammen. Ich glaube, es war Peter Tauber, also durchaus jemand, der in der CDU auch was zu sagen hat. Wir haben uns unterhalten und dann stand plötzlich einer auf der Bühne und hat irgendwas erzählt. Wir brauchen mehr Polizisten auf den Straßen, wir brauchen mehr Soldaten im Inneren und blablabla. Also so dieses ganze große Besteck, was sich so ein krankes Gehirn halt ausdenken kann. Und ich gucke so Peter Tauber an und sage, Moment mal, das ist ja selbst für die CDU ein bisschen seltsam jetzt. Also wie kommt das zu so einer Rede? Weil blöd sind die ja auch nicht. Ne? Das muss man mal dazu sagen. Ich bin ja auch so ein eher konservativer Anarchist. Ne? Und er lachte dann, sagte, du, das ist ja sowieso, den brauchen wir im Parlament für Thema. Und jetzt denken Sie sich das langweiligste Thema aus, das Sie sich vorstellen können. Wirklich das allerlangweiligste Thema. Da ist der Spezialist. Den brauchen die im Parlament. Und für so Leute nehmen sie, weil er einfach nichts zu sagen hat, weil mit seinem Thema, das ist so wie Datenschutz, ne? Wo man bei Partys immer weggeschickt wurde. Ne? So früher, mittlerweile ist es ja, das war ja hip als Datenschützer. Aber also ganz langweiliges Thema und der kann einfach nicht landen in seinem Wahlkreis mit seinem Thema. Und für die Leute schreiben sie immer Reden, die irgendwie sagen, innere Sicherheit, blablabla, blablabla, ganz bewusst, ganz klar. Und die Wählerinnen und Wähler wählen die dann. Und wenn Sie so ganz tief nachdenken hier im Raum, wenn Sie da draußen über die Videoüberwachung nachdenken, bin ich ganz sicher, dass auch in diesem Raum Leute sitzen, die schon glauben, dass das ganz gut ist, wenn es Videoüberwachung gibt. Ich frage nicht, wer daran glaubt, ich will keine Hand hochsehen, aber ich weiß, dass es viele sind. Und wenn Sie sich wirklich mit Studien beschäftigen, werden Sie sehen, dass Videoüberwachung quasi nichts bringt. Zufallsfälle, klar, das ist immer so. Kommissar, Zufall funktioniert immer. Aber tatsächlich bringt es nur eins, jeder Ort, der mit Videokameras markiert ist, erzeugt Angst, weil er ist gefährlich, weil da hängen ja Kameras. Er erzeugt Paranoia, die man mit weiteren Kameras versucht wieder zu senken, was mehr Paranoia erzeugt. Und so ist es mit vielen Sachen. Und begründet wird das immer mit Aussicherheitsgründen. Deswegen haben wir in Deutschland jetzt gerade eine Kampagne aus der Taufe gehoben, die heißt Aussicherheitsgründen. Alles, was ich jetzt mache, begründe ich mit Sicherheit. Also ich stehe jetzt hier aus Sicherheitsgründen, vor Ihnen, an diesem Mikrofon aus Sicherheitsgründen. Und ich bin hier in der Schweiz aus Sicherheitsgründen. Sie sind alle heute aus Sicherheitsgründen hierher gekommen und wir müssen so oft Sicherheitsgründe sagen, bis bei einer Pressekonferenz der Regierung,
die Journalisten anfangen zu kichern, wenn jemand aus der Regierung sagt, dass Sicherheitsbehörden machen wir dieses Gesetz. Nicht, weil ich schon meine Redezeit überschritten habe, nein, sondern aus Sicherheitsgründen verlasse ich jetzt das Mikrofon. Ja, Kneckebuhl, wir holen das wieder ein, okay? Ja, ihr redet doppelt so schnell. Aus Sicherheitsgründen übrigens wird dieser Abend als Videopodcast aufgenommen und auf der Big Brother Award-Seite offiziell zu sehen sein. Auch werden die vollständigen Dossiers der Gewinner als PDF mit Links und Hintergrundinformationen zum Nachlesen auf der Website zur Verfügung stehen. So kommen wir zu der zweiten Preisverleihung in der Kategorie Public-Private Partnership. Und ich darf Kneckebuhl noch mal bitten, nach vorne zu kommen. Übrigens, ich rede Berndeutsch aus Sicherheitsgründen, weil dann verstehe ich auch, wenn ich irgendetwas Falsches sage. Ja, aus Sicherheitsgründen, Berndeutsch. Und eben, wie gesagt, auf dieser Homepage kann man das auch alles nachlesen. Falls ich irgendetwas sage, was nicht stimmt, könnt ihr dort schauen. Ah ja, das hat er aus Sicherheitsgründen anders gesagt. Das ist mein Lieblingspreis, wegen dem Wort. Der Preis Public-Private Partnership. Da kann man Beatboxen, wobei die Boxen sind einfach überfordert mit dem. Okay, also. Der Preis. Auch hier wieder gerne Lärm machen, aus Sicherheitsgründen. Der Preis Public-Private Partnership geht für sein elektronisches Patientendossier als Bundesamt für Gesundheit! Also falls irgendjemand vom Bundesamt für Gesundheit hier ist, hier wäre der Award. Weiß nicht, wir weiss es ja nie. Nein, okay, nicht. Schade, ja, in dem Fall. Dann stelle ich den wieder her, dass man ihn abholen kann. Oder mit verschicken. Und auch hier erkläre ich wieder, genau, ich muss doch nicht so schnell reden, also ich mache mega schnell, was genau mit dem elektronischen Patientendossier auf sich hat. Ich probiere so doppelt das Tempo. Also, folgendermaßen. Ich sage, was wird gemacht, was wird falsch gemacht und was könnte man besser machen. Also, was wird gemacht bei diesem elektronischen Patientendossier vom Bundesamt für Gesundheit, ist ja eigentlich, das Wort sagt schon, es werden Patientendaten gesammelt von uns allen, unsere Gesundheitsdaten. Was recht heikel ist, wenn man daran denkt, dass Gesundheitsdaten besonders schützenswerte Personendaten sind, laut dem Datenschutzgesetz, und sie potenziell hochdiskriminierend sind und an einer Person lebenslang anhaften können. Und es ist so wie es im Moment läuft mit dem elektronischen Patientendossier, ist es zum einen gut und zum anderen schlecht. Das Gute ist, die Dossier werden dezentral bei den verschiedenen Spitälern, Kliniken, Ärzten, werden die Daten gespeichert auf verschiedenen dezentralen Systemen. Das ist gut. Schlecht ist, die einzelnen Systeme sind nicht so gut geschützt. Das heisst, wir können theoretisch Patientendaten sich sozusagen erhacken. Aber wie gesagt, wir müssen dann an ganz vielen verschiedenen Orten das zusammensammeln, damit wir zu vielen Daten kommen würde. Und um jetzt das besser machen, in meiner Logik, wäre, wenn man das jetzt besser machen möchte, dann würde man die Dezentralität so lassen. Das ist gut, dass das so ist. Würde aber die Sicherheit einfach erhöhen, dass es schwieriger ist, an die Daten zu kommen, zum Beispiel als Angreifer, als Hacker. Es wird aber eigentlich das Gegenteil jetzt angestrebt. Also folgendes, es wird ein zentrales System eigentlich, oder wie sagen wir eben, ein elektronisches Patientendossier angestrebt, das schlussendlich eigentlich nur noch von zwei Systemanbietern betrieben wird, nämlich von der Post und von der Swisscom. Das heisst, ich komme raus, ich wüsste, was ich da denke. Dazu kommt, dass die Systeme unzureichend geschützt sind. Es gibt zum Beispiel keine End-to-End-Verschlüsselung. Und ich, Penner, weiss nicht mal, was eine End-to-End-Verschlüsselung ganz genau bedeutet. Und darum habe ich gedacht, ich frage, du kommst spüren, mach mal ein bisschen für einen Hernani Marquez! Mal im vorausgehenden Kurs am Führen kommen. Also aus Sicherheitsgründen ist es immer eine gute Idee, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu haben, weil
Also vor allem, wenn man es richtig macht, wäre die Idee, dass man geheimes Schlüsselmaterial hat, mit dem man kann Daten entschlüsseln kann, wo für einen gedacht ist, und das nur auf den Geräten, die man wirklich braucht. Und mit Patientendossier, so wie es jetzt vorgesehen ist, gibt es keine gerätebasierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Es gibt einfach Applikationsebenen, die dann so untereinander verschlüsseln. Daten werden auf der Festplatte zwar verschlüsselt, aber es ist möglich für einen potenten Angreifer, für Insider, und für andere Akteure, die da entsprechend Aufwand investieren, quasi an die Daten heranzukommen. Es ist nicht so, dass man wirklich alle Endgeräte muss angreifen muss, sondern man kann auf diesen zentralen Plattformen, die am Schluss von der Post oder von der Swisscom betrieben werden, das ist quasi so unser freier Markt in der Schweiz, oder? Dort kann man es dann einfach abziehen. Und du wirst eben auch erwähnen, dass das auch schon passiert ist in anderen Ländern, die uns auch relativ nahe sind, quasi in der Art, wie sie so sind. Ja, genau, das wollte ich noch erwähnen, aber eigentlich, du könntest es auch machen. Mach mal noch ein bisschen Lärm für den Anni Marchetti. Ja, gut, auch das mit den Stammgemeinschaften wollte ich noch fragen, aber bleib noch mal hocken, komm geschwind. Was ist eine Stammgemeinschaft? Also die Idee gemäss der Botschaft zum elektronischen Patientendossier ist es gewesen, dass es in der Schweiz 20 bis 40 Stammgemeinschaften gibt. Also da wäre zum Beispiel die Idee, dass sich in einem Kanton alle Spitäler zusammentun oder vielleicht auch ein bisschen übergreifend, ein paar Spitäler, sodass am Schluss 20, 40 quasi Gruppen existieren, sodass ein Angreifer auch ein bisschen Mühe hätte, oder da jetzt einfach alles abzugreifen aufs Mal. Jetzt ist es aber so, dass eine Stammgemeinschaft bis zu 2 Millionen Bürger enthalten darf und der Bundesrat hat jetzt auch schon, oder ist dabei, das müsste ich jetzt tatsächlich faktenmäßig nachprüfen, die wollen es auf jeden Fall auf 4 Millionen erhöhen, was glaubst du, die Hälfte, die in der Schweiz ist. Also eine Stammgemeinschaft. Und es hat auch gerade im Tagesanzeiger vor kurzem so, von der Axana, die du dann noch erwähnen wirst, so die Meldung gegeben, dass die eigentlich am liebsten nur eine Stammgemeinschaft hat für die ganze Schweiz. Und und dann müssen wir natürlich die Grenzen dann quasi auf 8 Millionen erhöhen. Also das läuft einfach in eine sehr zentralistische Richtung. Also man hat eigentlich einen gewissen Föderationsansatz im Visier gehabt, aber in der Realität passiert das nicht. Im Moment haben wir weniger als 10 Stammgemeinschaften und alle werden von Post oder Swisscom betrieben technisch auf irgendwelchen virtuellen Server, wo man als potenten Angreifer halt auch aushebeln kann, also von der Sicherheit her. Sehr gut. Und eine von diesen Stammgemeinschaften ist, aber das hast du schon erwähnt, das ist die Axana-Stammgemeinschaft. Die wird von Swisscom betrieben und dort sind 13 deutsch-schweizer Kantone, also all die Gesundheitsdaten, in der zusammengefasst. Für mich tun 13 deutsch-schweizer Kantone auch schon nach recht viel eigentlich. Es tut so ein bisschen Tendenz zu der Hälfte von Schweiz. Und wie gesagt, das Ganze ist unzureichend geschützt, sehr schön. Du hast gesagt, 2018 hat es in Norwegen einen Fall gegeben, wo ein potenter Angreifer ist an Patientendaten von über 2 Millionen, also ist Daten von über 2 Millionen Patientendossiers gekommen, was natürlich sehr dumm ist eigentlich. Und es wäre schön, wenn das in der Schweiz nicht passieren würde. Das könnte man eben verhindern, wenn wir dezentrale Systeme schaffen, die höhere Sicherheitsstandards erfüllen. Und somit sind wir eigentlich, glaube ich, bei den... Ich gebe dir das Mic nochmal, dann kannst du noch einen droppen. Aber... das ist jetzt noch nicht so lustig gewesen, wenn ich würde rappen. Das wäre... Auf jeden Fall, wir kommen zu den Massnahmen, weil eben, wie gesagt, der Preis ja soll verknüpft sein an Inputs, Vorschläge, zum Beispiel, dass so ein elektronisches Patientendossier sollte freiwillig bleiben, also keine finanziellen Anreize geschafft werden oder Druck ausgeübt wird, dass die Systeme dezentral bleiben und eben end-to-end verschlüsselt und dass man ins Datenschutzgesetz hinein tut, dass es höhere Bussen gibt, wenn die Sachen, die oben jetzt gerade erwähnt wurden, nicht eingehalten werden. Also, dass man mehr Ansporn hat, wirklich sich um die Sicherheit und die Dezentralität zu kümmern. Und eine weitere Massnahme, die man sich vorstellen kann, und somit gebe ich die ab, das wäre, dass man es öffentlich finanziert und als Open Source Software macht. Und für das gebe ich jetzt auch noch eine Stimme. Komm doch mal vor und erkläre es das noch.
Genau, also nach dem der grossen Guru da von der Free-Software-Bewegung, Richard Stallman, geht es im Prinzip darum, dass man das Rezept von einem Gericht quasi offenlegt, also wie man zum Ergebnis kommt. Das ist dann der Quellcode von einem Programm. Und in solchen kritischen Bereich ist es zumindest diskutabel, dass das als freie Software existiert, aus verschiedenen Gründen. Also man hat das Problem beim BAG, dass man ein Vertrauensproblem hat, also man hat ein bisschen Mühe, das zu bewerben, weil die Leute halt eben Angst haben, dass ihre bleibende Gesundheitsdaten, also wenn man irgendwie AIDS hat, das kann man nicht einfach, ist nicht einfach eine Meinung, die man gestern hatte, jetzt kann man sie ändern, das ist nicht einfach etwas, was dann fix ist, dass die Angst haben, das zu verlieren. Und weil das einfach so wichtige Daten sind, kann man halt auf die Idee kommen, dass man das System transparent macht, dass Experten können quasi nachschauen können, was macht das genau? Hat es vielleicht Sicherheitslücken? Oder noch schlimmer, hat es vielleicht sogar Hintertüren von staatlichen Akteuren oder so drin? Also das könnte man dann damit eher ausschliessen, weil das dann im Code sichtbar wird. Also Open Source und freie Software ist keine hinreichende Bedingung für jetzt ein sicheres System, sagen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall von der Richtung her ist es schon mal wäre es sehr wichtig. Also so ein Patientendossier ist jetzt nicht mit irgendeiner so einer KMU-Buchhaltungssoftware zu verwechseln. Oder? Also wenn da jetzt eine Buchhaltung verschwindet, dort, ist es ärgerlich, vielleicht hat die Konkurrenz etwas davon. Aber da geht es im Prinzip um eine kritische Infrastruktur für das ganze Land. Und da muss man jetzt halt einfach die Millionen, die da Swisscom und der Post verteilen, letzten Endes, die müssen wir eigentlich in ein grosses freies Softwareprojekt rein tun, wo man von Anfang an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht. Am besten in einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Man kann die ETH, man kann die Uni fragen, man kann die BFH fragen. Die haben Expertise in diesem Bereich, die können auch vorlegen, wie man das machen könnte. Es ist technisch möglich, aber man hat es einfach verpennt. Und jetzt will man es einfach durchsetzen. Super, oder? Ich kann den Nani fragen, der wird das gleich machen. Ja, wir schiessen doch das ab, aber wir haben jetzt eher länger gemacht als kurz. Wir machen doch noch einmal, das ist immer ein bisschen blöd, etwas zu etwas zu applaudieren, wo eigentlich so ein bisschen Zeigefinger ist. Vielleicht können wir einen Fuß machen. Könnt ihr mal einen Fuß machen? Geht das ganz kurz machen wir dann. Gut. Das war der Applaus für das Bundesamt für Gesundheit mit dem elektronischen Patientendossier. Merci vielmals und ich übergebe wieder der Jasmin. Dankeschön. Was kann ich denn als kleiner Mensch selber tun? Die WOTS, die Digitale Gesellschaft, der Chaos Computer Club Schweiz und die Stiftung für Konsumentenschutz haben 2017 eine Anleitung zur digitalen Selbstverteidigung herausgegeben. Seien Sie sich bewusst, Padalun hat es schon erwähnt, dass die 5 US-Giganten Google, Amazon, Facebook, Microsoft und Apple dominieren das Internet. Gemeinsam steuern und vor allem überwachen sie den Informationsfluss. Sie sammeln praktisch uneingeschränkt Daten, verknüpfen diese zu komplexen Persönlichkeitsprofilen und verkaufen diese weiter an Kunden aus Wirtschaft und Politik. So nützlich diese Dienste der Giganten auch sind, so haben sie auch eine Macht entwickelt, die sowohl wirtschaftlich als auch demokratisch sehr bedenklich ist. Um ihre Dominanz nicht weiter zu stärken, sollten sie wann immer möglich umgangen werden. Es gibt Alternativen, die Anonymität versprechen und uns vor Eingriffen in unsere Privatsphäre schützen, die wenige oder keine Daten an Dritte weitergeben, Nachrichten verschlüsseln, Quellcode offenlegen und damit Transparenz schaffen. Wer diese Anbieter sind, finden Sie in der Anleitung zur digitalen Selbstverteidigung. Draußen links und rechts gibt es Infotische, die da drauf liegen. Das beste Datenschutzgesetz ist aber immer noch weniger ist mehr. Daten, die nicht ins Netz kommen, müssen auch nicht geschützt werden. Auch ist aufzupassen, wenn Apps gratis sind. Denn hier muss ich davon ausgehen, dass sich der Dienst mit dem Verkauf meiner Daten finanziert. Zudem muss uns bewusst sein, dass die Bücher bei Amazon oder die Schuhe von Zalando deshalb so günstig sind, weil wir mit unseren Daten ein großzügiges Trinkgeld bezahlen.
Beim Installieren eines neuen Apps werden Sie nach Zugriffen gefragt. Hier ist es sinnvoll, Zugriffe nach Kontakte, Ordnungsdienste, Kamera oder das Mikrofon auf das Minimum zu reduzieren oder wenn möglich sogar zu deaktivieren. Dann die lieben Passwörter. Ich hasse sie auch. Aber die Passwörter sind Ihr Hausschlüssel. Und wer Ihr Hausschlüssel knackt, dem öffnen sich die Türen zu Ihren Daten. Ein Passwort, das sicher ist, schreiben Sie mit, besteht aus mindestens 5 zufällig gewählten Wörtern oder ist 12 Zeichen lang, beinhaltet Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Und das Wichtigste, es lässt sich nicht aus personenbezogenen Angaben herleiten, also wie Name, Geburtstag oder Wohnort. Benutzen Sie auf keinen Fall der Name Ihres Hündchens oder das Zitat Ihrer Lieblingsband und machen Sie es auf keinen Fall wie ich und benutzen immer dasselbe Passwort, scheiß Passwort 3000. Halten Sie Ihr Betriebssystem auf dem aktuellsten Stand und machen Sie regelmäßige Sicherheit-Updates, denn veraltete Betriebssysteme sind ein gefundenes Fressen für Cyberattacken. Wollen Sie Ihre Daten nicht verlieren, sind Backups unverzichtbar. Denn es kann immer wieder passieren, dass Festplatten, Computer oder Handys kaputt gehen oder gestohlen werden. Am besten legen Sie eine Sicherheitskopie auf einer persönlichen, externen Festplatte ab, die nicht mit dem Internet verbunden ist. Und ganz wichtig, bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. So kommen wir also zur letzten Preisverleihung des heutigen Abends. Und zwar in der Kategorie Publikumspreis. Und dieser wird nochmals von unserem Multitalent Kneckebuhl verliehen. Bitte schön. Mögt ihr noch? Ja, der motivierte junge Herr. Ja, wir machen vorwärts. Der Sanger ist der Preis, das ist der Preis vom Publikum. Ja. Der Preis vom Publikum, der Publikumspreis. Und ich sage jetzt gerade, wer den gewinnt. Und ich hebe den auch auf, wobei, wer weiß, vielleicht ist wirklich jemand da. Ich habe irgendetwas gehört, munkeln, bin aber nicht sicher. Der Preis vom der Publikumspreis, der geht für Ihre Stimmerkennung an Ostfinanz! Ein zynischer Applaus für Ostfinanz! Ich applaudiere ironisch, ja, ich kann es fast nicht haben. Ich habe Angst, dass es kaputt geht. Voilà, ist jemand von der PostFinance da? Nein? Hat jemand ein Konto bei der PostFinance? Egal. Ja, schade. Mal schauen. Also, auch hier wieder im Schnelldurchlauf. Was machen Sie? Was machen Sie komisch, falsch und was könnte man besser machen? Also, eben wie gesagt, PostFinance hat so ein Stimmerkennungsding, sie machen ein Stimmprofil von den Kunden. Das ist ein bisschen krass, weil die PostFinance hat auch potenziell fast 3 Millionen Kunden. Plus so eine Stimme ist eigentlich ein recht persönliches, intimes Datum von einem Individuum. Gerade wenn wir denken, bei mir wäre es recht leicht zu erkennen, ob ich wieder zum Teil auch erkannt, wenn ich dort anrufe. Aber egal, auf jeden Fall, wenn man dort anruft, wird ein Stimmprofil erstellt, so dass wenn man das nächste Mal anruft, weiss man schon, aha, das ist der Kneckebuhl, der hat minus 500 Franken auf dem Konto, da müssen wir gar nicht lange reden. Es geht darum, eigentlich, es klingt recht gebig, aber immer wenn es im Datenbereich recht gebig klingt, ist es eben auch recht verhängnisvoll, wegen dem, was ich gesagt habe. Die Stimme ist ein sehr persönliches biometrisches Datum. Es sollte vorsichtig behandelt werden. Und wie gesagt, PostFinance, die das im grossen Stil macht, hat sehr viele Kunden und sammelt hier Daten von der halben Schweiz, und zwar sehr intime. Jetzt kommt noch ein pikantes Detail. Kunden aus dem Ausland, die müssen Ja sagen, dass so ein Stimmprofil darf gemacht werden von ihnen. Während dem Schweizer Kunden, bei denen wird es einfach gemacht. Das heisst, die müssen eigentlich recht mühsam sich aktiv dagegen wehren, dass so ein Stimmprofil angelegt wird. Das ist eigentlich recht ungerecht für die Schweizer, was ich persönlich aber auch mal schön finde, wenn es mal die trifft. Aber es ist ja nicht so einfach rein, es ist auch mal schön, wenn es mal für die Schweiz ungerecht ist. Aber eigentlich ist es auch ein bisschen dumm, dass hier mit zwei Ellen gemessen wird. Und dass es so gemacht wird.
Dann kommt dazu die Stimmerkennungssoftware, die muss entwickelt werden und die hat eine Firma entwickelt. Die Firma heisst Nice, glaube ich. Und es ist recht nicht nice, die Firma, die das gemacht hat. Und auch hier kann ich, glaube ich, den Ball in die Jury spielen, ganz kurz, und kann am Bernd das Mikrofon her haben, weil du, glaube ich, weißt, was die Firma Nice genau schon noch so alles verwickelt oder entwickelt. Ja, zu der Firma Nice gibt es sicherlich einiges zu sagen. Die Firma heißt tatsächlich Neptune Intelligence Computer Engineering und wurde eigentlich wie fast alle großen israelischen Computersicherheitsfirmen von Angehörigen einer militärischen Spezialeinheit gegründet. Diese militärische Spezialeinheit, die machen natürlich nicht viel PR und deshalb kennen auch in der Regel nur Experten den Namen. Die nennt sich nämlich Einheit 8200. Aber wer schon mal den Namen Stuxnet gehört hat, der bekommt einen Eindruck, dass diese Spezialabteilung sozusagen die NSA in Israel ist. Deshalb hat die Firma, die 1986, also doch schon relativ früh gegründet wurde, am Anfang auch hauptsächlich für diesen militärischen Einsatzbereich Software entwickelt und verkauft. Aber heute macht die 1 Milliarde Dollar Umsatz und das schafft man tatsächlich mit Software im militärischen Bereich nicht alleine, deshalb muss man auch die Software an andere verkaufen. Und wenn man, sage ich mal, schmerzbefreit ist, dann kann man sich seine Kunden ja aussuchen, dann nimmt man dann die ganzen Diktaturen in Afrika und in Lateinamerika und im Nahen Osten und verkauft denen diese Software, damit die damit Journalisten, Menschen- und Bürgerrechtsaktivisten jagen, finden und verfolgen können. Und weil auch das noch nicht so ganz ausreicht, um auf 1 Milliarde zu kommen, dafür braucht es dann auch noch so Kunden wie die Swisscom oder die Postfinanz. So, hier stellen sich also jetzt nicht nur technische und betriebswirtschaftliche Fragen, sondern tatsächlich tiefe, tiefe moralische Fragen. Ja, nice, sehr wunderbar. Also, also ich finde es recht scary, dass so eine Firma beteiligt ist und wieso man mit so einer Firma überhaupt zusammen schafft. Warte jetzt mal. Ja, genau, was auch noch beängstigend ist, das müsste ich eigentlich auch der Bernd noch mal erklären, müsste ich aber vielleicht die Leute nach dem anschauen. Man kann eben mit einem Stimmabdruck von einem Menschen auch Stimme generieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man kann noch andere Sachen mit dieser Stimme machen, wenn man sie mal, wenn man sie mal gespeichert hat. Naja, diese Funktion, die da bei der Postfinanz ausgeführt wird, nämlich die Authentifizierung einer Person am Telefon, ist ja eine sehr eingeschränkte Funktionalität von dem, was tatsächlich mit normaler Sprache möglich ist. Im Prinzip die gleichen Algorithmen sind durch, man nennt das Mikrosignaturen, in der Lage, Stimmungen festzustellen, Rauschzustände, man kann auf Ethnie, man kann auf Gewicht schließen. Im universitären Umfeld geht das tatsächlich so weit, dass man 3D-Porträts nur aus der Stimme generiert, weil natürlich die Stimme im Kopf, also sozusagen die ganze Kopfgeometrie eine Rolle da spielt, wie sich eine Stimme anhört. Aber wenn wir über Missbrauch reden, würde ich eigentlich ganz gerne über was völlig anderes reden. Es ist eigentlich unwichtig, ob ein Missbrauch passiert dadurch, dass diese Stimmprofile bei der Postfinanz geklaut werden, um dann irgendwo anders eingesetzt zu werden. Oder ob sie nur auf eine Aufnahme, die man von jemandem macht, weil wenn er spricht, sie erlauben einen Identitätsdiebstahl. Und zwar auf eine Art und Weise, die ganz einfach ist. Es sind Machine-Learning-Algorithmen, die Stimmen erkennen. Und man kann mit der gleichen Technologie sozusagen auch die Gegenseite schaffen. Man kann Algorithmen bauen, die ein bestimmtes Stimmprofil zu einer synthetischen Stimme umformen. Das heißt, ich kann eine Stimme im Computer so simulieren, dass sie dem Stimmprofil entspricht. So, und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich zum Beispiel mit einer solchen synthetischen Stimme bei der Postfinanz anrufe, im Namen oder als jemand völlig anderer, möglichst einer mit ganz viel Geld, das ist in der Schweiz ja eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit, dann kann ich also bei der Postfinanz über so eine synthetische Stimme eine Transaktion, sagen wir mal 250 Millionen Franken, auf ein anderes Konto auslösen. Was passiert, wenn der Kontoinhaber kommt und sagt, er war das nicht? Wer haftet dafür eigentlich? Wo sozusagen, wer trägt das Risiko einer Technik, die leicht ausgehebelt werden kann?
Und ich würde mal denken, dass, weil die Postfinanz hat das in der Vergangenheit auch schon gezeigt, wenn es um so Sachen wie Debitkarten geht, selbst wenn die Technik, die man einsetzt, völlig schrottig ist und leicht zu überlisten ist, das Haftungsrisiko trägt immer der Kunde. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wenn ich als Firma eine Scheißtechnik einsetze, um es mal so böse auszudrücken, dann muss ich auch das volle Risiko, die volle Haftung dafür übernehmen, wenn damit etwas schief geht. Und als Hacker habe ich überhaupt gar kein Interesse daran, dass die Postfinanzen sichere Software einsetzen. Das geht mir völlig am Arsch vorbei. Aber wenn die Kunden das Risiko tragen dafür, dass was nicht funktioniert, dann ist das absolut nicht okay. Danke. Gut, und somit kommen wir zum Schluss von dieser Laudatio, und zwar zu den Massnahmen, obwohl der Ben schon Sachen hat angesprochen. Also zum einen müssten Stimmdaten im Datenschutzgesetz als besonders schützenswerte Personendaten deklariert werden, also so wie Gesundheitsdaten zum Beispiel. Zum anderen, eine gute Lösung wäre, die Postfinanz würde aufhören mit diesem Scheiß. Das wäre auch eine Lösung. Es hat nämlich... Lustig ist, dass Swisscom ja das auch gemacht hat. Und Swisscom hat ja auf Anfrage gesagt, dass das Kunden alle gar nicht stört, dass die Stimmprofile gemacht werden. Das ist denen egal. Aber lustigerweise ist das genau der Grund für den Publikumspreis hier. Also das ist das, was am meisten ist eingereicht worden, dass das den Leuten zu denken gibt, dass das eigentlich die Stimmprofile einfach hergestellt werden. Von dem her, Postfinanz, hör auf. Und wenn du es schon machst, sollte man aktiv können. Zustimmen, dass das darf gemacht werden. Das wäre zum Beispiel der erste Schritt in die Richtung. Und ja, das wäre die Laudatio gewesen für die Postfinanz, wo man am Schluss auch noch einen kurzen Applaus kann spenden bitte. Gut, ich möchte am Schluss noch eine Frau geschwind zu Wort kommen, die sich extrem auch mit diesem Thema hat, beschäftigt. Und ich glaube, ich überlasse ihr einfach das Mikrofon. Ich glaube, sie kommt schon. Ja, sie ist schon da. Meine Damen und Herren, machen wir mal ein bisschen Lärm für zu Franke! Na, danke schön. Ich habe gedacht, du stellst mir eine Frage. Schon okay, ich kann das erzählen. Also, meine Kollegen, der Andreas Freimüller und der Chris Bühler und ich, wir haben die Petition gestartet aufgrund von einem Vortrag von der Swisscom an der Shift, an der Konferenz für digitale Ethik. War ich einigermaßen geschockt, als die Frau von der Swisscom auf der Bühne stand und gesagt hat, solange die DSGVO in der Schweiz noch nicht gilt, werden sie die Taktik oder die Technik so einsetzen mit dem sogenannten Opt-out-Verfahren. Also ich rufe an, sie nehmen meine Stimme auf und machen das nur nicht, wenn ich sage Nein. Ich will das nicht. Und ich war so geschockt, dass ich in Twitter einen riesen Lärm gemacht habe und wir ganz viel Resonanz bekommen haben. Und die zwei Herren, die sich auskennen mit Kampagnen, haben mir wirklich auf die Füße getreten und haben gesagt, wir müssen was tun. Dann haben wir die Kampagne gestartet gegen Swisscom und Swisscom hat klammheimlich die Daten gelöscht. Haben wir vorhin gehört. Swisscom hatte wirklich dem Druck der Öffentlichkeit nachgegeben, obwohl sie öffentlich sagen, es sei ein Kostenentscheid. Dann war wieder ein Riesenlärm in Twitter und die Leute haben gesagt, ja, Moment, Postfinanz macht das auch. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt die Petition gegen Postfinanz. Wir haben heute, Stand heute, 2700 Stimmen gesammelt. Und die Postfinanz reagiert nicht, weder auf Twitter noch auf anderen Kanälen. Im Gegenteil, sie haben in einem Radio-Interview, eine Journalistin hat uns interviewt und wir waren im Echo der Zeit. Und dort hat die Postfinanz gesagt, sie haben sich gewundert, dass ich mit ihnen keinen Kontakt aufgenommen habe. Keinen persönlichen, was ich im Übrigen versucht habe. Ich komme aus der PR, also ich verstehe ein bisschen was davon. Jedenfalls möchten wir euch eigentlich bitten, dass ihr auch die Petition unterschreibt, selbstverständlich, dass wirklich Postfinanz einbricht. Und unser Anliegen hat eigentlich 3 S, so merke ich mir das immer, wenn ich schnell was sagen muss. Das ist Selbstbestimmung, wir wollen also selber bestimmen können, ob die Daten erfasst werden oder nicht. Das ist S für Schützen, wir wollen, dass eine Firma wie Postfinanz unsere Daten für schützenswert hält und diese Verantwortung übernimmt. Und das dritte ist Sensibilisierung. Wir sind der Meinung, dass die Bevölkerung noch längst nicht so weit ist. Gerade in der Schweiz hören wir den Satz oft, ich habe nichts zu verbergen.
Und die Menschen haben keine Ahnung, was sie für Daten hergeben. Und deswegen machen wir mit der Petition weiter und hoffen, dass wir hier noch auf Gehör stoßen. Merci beaucoup. Entschuldigung, dass ich keine Frage gestellt habe. Aber dafür machen wir einen Schleier für Zutranken. Danke. Und somit wäre es Ziel von mir und ich übergebe wieder der Jasmin. Herzlichen Applaus für Kneckebuhl, für drei Lauer. Merci beaucoup. Wir haben Post bekommen. Heute Nachmittag hat die Post geschrieben. Sie sind nicht vor Ort, aber Sie haben eine Stellungnahme via E-Mail gesendet und Sie bitten uns, dass wir diese Stellungnahme vorlesen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben sehr kurzfristig davon erfahren, dass wir die Gewinnerin des Publikumspreises der Big Brother Awards Schweiz 2019 sind und können den Pokal heute Abend leider nicht persönlich entgegennehmen. Oh. Gleichzeitig sind wir auch etwas betrübt, dass wir den Preis offenbar nur deshalb gewinnen, weil sich die eigentliche Siegerin sozusagen selbst aus dem Rennen genommen hat. Einen Award auf diese Weise zu erhalten, widerspricht in gewisser Weise unserem Selbstverständnis. Wir verfolgen eine klare Digitalisierungsstrategie und wollen die Nummer 1 der digitalen Banken in der Schweiz werden. Aus diesem Grund möchten wir, wenn es um technologischen Fortschritt geht, eigentlich nicht nur Lückenbüßerin sein, sondern deshalb ausgezeichnet werden, weil wir effektiv die Besten, eben die Number One sind. Wir haben also hier noch Steigerungspotenzial. Allerdings. Doch kommen wir nun zum Ernst des Themas. In einer immer digitaleren Welt ist der Datenschutz eine Thematik von größter Wichtigkeit. Für uns als Bank waren der Schutz und die Sicherheit der Kundendaten schon immer das A und O und die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden. Das wird auch in Zukunft so sein, wenngleich sich durch die Digitalisierung die Art und Weise, wie Daten geschützt werden, in allen Branchen und Unternehmen stark verändern wird. Die Digitalisierung und die damit verbundenen neuen technologischen Möglichkeiten dürfen aber nie ausschließlich dem unternehmerischen Selbstzweck dienen. Jawohl. Vielmehr müssen sie konsequent zum Nutzen der Kundinnen und Kunden eingesetzt werden. Nur dann bringen sie allen Beteiligten einen Mehrwert und nur dann werden sie auch akzeptiert. Die Stimmerkennung ist eine solche neue Technologie, die für unsere Kundinnen und Kunden den telefonischen Kontakt mit uns einfacher und angenehmer macht. Sie müssen keine Sicherheitsfragen mehr beantworten, sondern können direkt auf ihr Anliegen zu sprechen kommen und erhalten entsprechend auch rasch die gewünschte Auskunft von uns, das schätzen unsere Kunden. Wir sind uns bewusst, dass biometrische Daten ein heißes Eisen sind und wir wollen uns daran nicht die Finger verbrennen. Deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir die geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen vollumfänglich einhalten. Darüber hinaus haben unsere Kundinnen und Kunden jederzeit die Kontrolle über ihre Daten, indem sie die Erstellung eines Stimmabdrucks widersprechen und bereits erstellte Stimmabdrücke nachträglich wieder löschen können. Damit nehmen wir auch unsere ethische und moralische Verantwortung in angemessener Weise wahr. Und ein Versprechen geben wir Ihnen zum Schluss. Sollte das überarbeitete Schweizer Datenschutzgesetz dereinst für das Erstellen von Stimmabdrücken ausdrücklich ein Opt-in verlangen, werden wir diese Vorgabe selbstverständlich erfüllen. Und das Lustigste ist, dass wir würden uns freuen, wenn Sie uns den Pokal auf dem Postweg an folgende Adresse schicken. Ich finde, das sollten wir eigentlich tun. Entweder mit einem Paket A-Post eingeschrieben, wie bekommt man immer erst einen Zettel und muss dann zur Post laufen. Oder ich finde, man könnte Sue Franke schicken, zusammen mit Bernd Fix. Ihr übergebt der Post persönlich den Pokal. Das war also der Big Brother Award 2019 und es war mir eine Ehre und eine Freude, Sie durch den Abend zu begleiten. Im Anschluss erwarten wir hoffentlich noch viele Gäste zu einem Glas Wein, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind.
Der Abruf findet im Universitätsgebäude in der Rämischstraße 59 im wunderschönen Lichthof statt. Von hier 5 Minuten zu Fuß Richtung Kantonsschule, also unmittelbar bei der Haltestelle Kantonsschule. Wir können uns dort wunderbar verteilen und drinnen ein Glas Wein schnappen und das draußen dann genießen. Und ich möchte an dieser Stelle allen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, also allen Helfern, die diesen Abend möglich gemacht haben, herzlich danken. Und nicht zuletzt gilt ein großes Dankeschön an die WOZ der Wochenzeitung, der WOW Holland Stiftung, natürlich geht ein großes Dankeschön an unsere Gastgeberin, die Universität Zürich. Danke Kritische Politik Universität Zürich, Big Brother Award Deutschland. Ein spezieller Dank geht an Digital Courage und an das alte Big Brother Award Team, insbesondere an die Organisation Grundrechte.ch. Und danke an Matthias Lucken für Fotos, die werden nur von der Bühne gemacht und nicht von den Zuschauern aus Sicherheitsgründen. Dann waren wir so frei und haben draußen noch eine Kollektenbox hingestellt. Das Geld kommt dem Organisationsteam zugute, die für diese Sache gemeinnützig, ehrenamtlich und spendenfinanziert arbeiten. Wer selber noch mehr tun will, kann Gönner werden oder Mitglied der digitalen Gesellschaft. Mitgliedsanträge liegen auch auf dem Infotisch. Zudem liegen draußen auf dem Infotisch Unterschriftslisten gegen E-Voting. Diese Kampagne unterstützen wir vollumfänglich. Es soll weiterhin analog durch Unterschriften auf Papier gewählt werden. Der Kampagnenleiter des E-Voting-Moratoriums Nicolas Rimoldi, wo ist er? Ist übrigens hier hinten heute Abend auch hier und wird gerne Auskunft erteilen. Und das Schlusswort des Big Brother Awards möchte ich Professor Dirk Helbing übergeben. Dirk Helbing ist Physiker und Soziologe und seit 2007 Mitglied des Informatikdepartments der ETH Zürich. 2014 erhielt Helbing einen Ehrendoktor der Technischen Universität Delft. Zudem ist er Mitglied verschiedener staatlicher Wissenschaftsausschüsse, die sich mit der digitalen Transformation unserer Gesellschaft befassen. Er interessiert sich für komplexe Systeme, etwa Menschenmenge, Verkehrsströme, Finanzsystem oder wie die Gesellschaft funktioniert oder eben nicht funktioniert und vor allem, wie man sie verbessern kann. Professor Helbing ist ein Wissenschaftler, der praktische Lösungen formuliert und auch Dirk Helbing ist klar, dass es von ihm ein digitales Double gibt in der Big Brother Welt, erschaffen nicht von Gott, sondern von Google. Umso schöner ist es, dass wir ihn heute Abend live, analog, lebendig hier sind. Meine Damen und Herren, ein herzlicher Applaus für Dirk Helbing. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich war schon einige Male heute Abend schockiert, obwohl man ja schon manches weiß. Das Schlimmste kommt aber noch. Die Situation, in der wir uns befinden, ist eigentlich die, wir haben nie mehr Daten als heute gehabt. Und trotzdem ist die Welt in einem Chaos, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Woran liegt das eigentlich? Und es liegt daran, dass die Daten gesammelt werden aus verschiedenen Interessen, aus Machtinteressen, um Geld und Reichtum zu akkumulieren. Die Sicherheitsgründe habe ich aus Sicherheitsgründen nicht hier aufgeführt. Und schließlich Nachhaltigkeit, und zwar gerade diese Diskussion über den Klimanotstand, der hat nämlich auch letzten Endes mit dem Big Brother der heutigen Zeit zu tun. Das heißt, diesen unmäßigen Datensammeln. CIA-Direktor Gassant hat 2013 das sehr gut auf einen Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir sind im Grunde genommen eine wandelnde Sensorplattform. Und es ist im Grunde genommen möglich, alle menschengenerierten Daten zu prozessieren. Und was das alles ist, das ahnen Sie mittlerweile. Und wie diese Daten gesammelt werden, darüber müssen wir heutzutage nicht mehr spekulieren. Snowden hat darüber berichtet, aber vielleicht noch wichtiger waren diese World 7-Enthüllungen, die vielleicht viele von Ihnen gar nicht zur Kenntnis genommen haben. Das sind nämlich die Tools der CIA, die alles hacken, vom Smartphone zum Smart TV zum Auto. Und sie sind letzten Endes das Ziel. Also es geht hier nicht nur um Terrorismusbekämpfung und Sicherheit, sondern
der Fokus ist wirklich auf Sie. Ja? Das heißt, es werden Profile erstellt, das sind sehr umfangreiche Daten, die Schätzungen gehen von Hunderten von Megabyte pro Tag, pro Person bis hin zu mehreren Gigabyte. 20% des Datenvolumens kann in Deutschland abgegriffen werden, die NSE macht nur 1,6%. Das ist aber anyway im Grunde genommen alles, weil das meiste, was über die Datenleitung geht, das sind Videos. Und da braucht man natürlich nur die Webadresse. Also im Grunde genommen werden alle Daten, würde ich sagen, die über das Internet verschickt werden, potenziell durch Machine Learning Programme geschickt und verwendet, um sie zu profilieren. Das heißt, es gibt digitale Doubles, die sind hoch detailliert, da sind wahrscheinlich auch ihre Gesundheitsdaten drin, deswegen sind wahrscheinlich die Server auch nicht entsprechend sicher kreiert. Dann verstehen wir das auch. Und sie sind auch im Grunde genommen auf einer Psycho-Couch gelegen, ohne dass sie das festgestellt haben, denn Service wie Crystal Knows, die präsentieren im Grunde genommen der gesamten Öffentlichkeit, was sie für eine Persönlichkeit haben, zum Teil hoch detailliert. Ja, und das kann man natürlich anwenden, um Informationen zu personalisieren, ihre Aufmerksamkeit, ihre Meinung, ihre Emotionen, ihre Entscheidungen, ihr Verhalten zu beeinflussen. Und tatsächlich ist das heutzutage im militärischen und globalen Maßstab im Einsatz. Damit werden sie nicht nur dazu gebracht, mehr zu konsumieren, als eigentlich gut wäre für sie und den Planeten, sondern damit werden Wahlen manipuliert, damit werden Gesellschaften destabilisiert, damit wird letzten Endes ihr Gehirn gehackt. Unser Gehirn ist ein wunderbares Organ, es verbraucht nur 100 Watt. Aber es nimmt Abkürzungen und kann deswegen ausgetrickst werden, und zwar auf viele verschiedene Arten und Weisen. Und diese Tricks sind im Grunde genommen alle kartiert worden, und für all diese Tricks sind digitale Möglichkeiten geschaffen worden, um sie quasi auf Knopfdruck anzuwenden. Und das wird heutzutage eben auch im globalen Maßstab gemacht. Das heißt, Hunderte von Millionen Menschen gleichzeitig werden eigentlich manipuliert. Tristan Harris, der in einem Google Control Room gearbeitet hat, nannte das wohl zu Recht Mind Control. Hier sehen Sie übrigens diese J-Trick-Enthüllung. Damals hat man sich noch nicht viel dabei gedacht. Aber heutzutage wissen wir tatsächlich, dass damit im Grunde genommen ganze Gesellschaften erschüttert und zerrieben werden und insbesondere Demokratien tatsächlich an den Rand der Stabilität gebracht werden. China setzt da noch eins drauf, ja, da gibt es den Citizen Score, den Social Credit Score, das heißt alles, was man tut und lässt, das gibt Plus- oder Minuspunkte. Wenn Sie bei Rot über eine Fußgängerampel laufen, egal ob da jetzt ein Auto kommt oder nicht, ein Kind zuschaut oder nicht, Sie kriegen Minuspunkte. Wenn Sie Ihren Kredit später zurückzahlen, Minuspunkte. Wenn Sie kritische politische Nachrichten lesen, Minuspunkte. Wenn Sie Freunde kennen, die politische, kritische Nachrichten lesen, Minuspunkte und so weiter und so fort. Und am Ende entscheidet Ihr Social Credit Score darüber, welchen Zugang Sie noch zu Services und Gütern bekommen. Also zum Beispiel, welche Jobs Sie bekommen können, in welche Länder Sie reisen dürfen, ob Sie noch den Schnellzug benutzen dürfen, wie schnell Ihr Internet ist. Und das sind natürlich letzten Endes ganz massive Einschränkungen. Da werden als selbstverantwortliche Bürger zu digitalen Untertanen gemacht. Aber China macht das auch nur, um die Welt zu retten natürlich. Ja, denn das sind die Voraussagen des Club of Rome. Demzufolge werden wir in diesem Jahrhundert noch einen Wirtschafts- und einen Populationskollaps sehen. Das heißt, Milliarden Menschen könnten vorzeitig sterben. Und die Frage ist, ja, wer entscheidet dann eigentlich, wer stirbt? Und das sind dann halt auch Algorithmen letzten Endes. Deswegen diese riesige Diskussion über das sogenannte Trolley-Problem und wen nun das selbstfahrende Fahrzeug überfahren soll, wenn es nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Ja? Die Oma oder das Kind oder den Student oder den Arbeitslosen, den Kranken oder Gesunden. Also Sie können sich sehr gut vorstellen, wo das letzten Endes hinführt, nämlich in Teufels Küche.
Und wenn Sie glauben, dass das ganz weit weg ist, nämlich in China, dann täuschen Sie sich. Es gibt nämlich viele, die dieses chinesische System der Gesellschaftssteuerung, diesen technologischen Totalitarismus ganz wunderbar finden, weil er effizient ist, auch wenn er mit Menschen wieder nichts zu tun hat. Aber nein, das ist im Grunde genommen hier vor unserer Haustür. Und im Grunde genommen sind die Würfel an einem Tag gefallen. Am 25. September 2015 sprach der Papst vor der UN-Vollversammlung. Was hat er getan? Er hat letzten Endes die UN-Agenda 2030, diese Sustainable Development Goals, verkündet. Die finden wir alle richtig. Die Frage ist, wie soll man das aber bis 2030 eigentlich erreichen, auf demokratische Art und Weise? Oder muss man da nicht letzten Endes rigoros werden? Und darüber, wie man da eigentlich hinkommen möchte, ist wenig gesagt worden. Deswegen muss einem dieses Thema Klimanotstand wirklich bedenklich stimmen, denn die Notstandgesetze sozusagen sind um die Kurve. Am selben Tage gab es eine Enthüllung von Edward Snowden über das sogenannte Karma Police Programm. Da geht es genau um diesen Citizens Core, wo sogar die Musik, die Sie anhören, die Videos, die Sie anschauen, bewertet werden. Da wird entschieden, nicht nur, ob Sie ein potenzieller Krimineller sind, der vielleicht ein Auto oder einen Apfel stiehlt, sondern da wird über Ihr gesamtes Leben geurteilt. Das ist also sozusagen ein digitales jüngstes Gericht. Ja, das ist also in Großbritannien noch weit vor den Chinesen erfunden worden. Man konnte an diesem Tag ahnen, wo der Weg hinging. Am selben Tag erschien außerdem dieses Buch, Die Herrschaftsformel, wie künstliche Intelligenz uns berechnet, steuert und unser Leben verändert. Und da geht es eben auch um die Gesellschaftskontrolle. Und jetzt werden Sie vielleicht staunen, denn am selben Tag, den 25.09., haben Sie auch dieses Nachrichtendienstgesetz bekommen. Sie können sich also gut vorstellen, wie also jetzt Ihre Daten abgesaugt werden und die landen halt letzten Endes in einem Swiss Data Lake, das kann man zumindest zu Recht wohl vermuten. Und die Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich mit all diesen vielen Daten? Wenn wir das mit diesem Citizen Score und diesem technologischen Totalitarismus doch nicht irgendwie so toll finden. Und dafür braucht es informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, wir haben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das leitet sich aus der Menschenwürde ab. Das ist die Grundlage sämtlicher Demokratien und der UN-Menschenrechtscharta. Was folgt daraus? Wir müssen Zugriff haben auf dieses digitale Double. Wir müssen entscheiden können, welche Firmen und Institutionen welche von unseren Daten benutzen dürfen und wofür. Vielleicht auch gegen welche Entschädigung, für welchen Zeitraum, welchen Zweck und so weiter. Und das heißt, es entsteht dann damit ein Wettkampf um den Zugang um die Daten. Das ist ein Vertrauenswettbewerb und dieser Vertrauenswettbewerb wird hoffentlich dann in eine digitale Vertrauensgesellschaft führen. Damit wir jetzt nicht 3 Stunden am Tag irgendwie mit dem Verwalten unserer vielen Daten zubringen, brauchen wir schon technologische Hilfe. Wir hätten dann auf unseren Devices dezentralen digitalen Assistenten. Der kennt unsere Präferenzen einigermaßen gut, konfiguriert Dinge vor und wir können das dann noch entsprechend anpassen, wie wir das wollen. Ja. Das hätte viele Benefits, übrigens auch für die Wirtschaft, denn es würde ein Level Playing Field entstehen. Das heißt, nicht nur die großen IT-Firmen, sondern auch die KMUs, die Spin-Offs, die wissenschaftlichen Organisationen, also UZH, ETH und so weiter und so fort, aber auch NGOs und zivilgesellschaftliche Initiativen bekämen plötzlich Zugang zu diesem Datenschatz, solange wir nur vertrauen können und die Daten entsprechend aufschließen. Das würde so viel Mehrwert schaffen in Wirtschaft und Gesellschaft, sodass letzten Endes alle profitieren würden, die Unternehmen, die Gesellschaft und wir. Das heißt, ich schließe damit, dass ich Sie auffordere, fordern Sie Ihre Rechte ein. Jetzt wissen Sie, wo Ihre Daten lagern. Tun Sie es einfach. Danke. Mit mir. Und jetzt darf ich auf die Bühne bitten, bitte einen herzlichen Applaus, Knäckebuhl! Applaus
Pavelun, Professor Dr. Gabriele Siegert, Kirill Schönenberger, Ermani Marquez, Nana Karstetter, Bernd Fix und alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Vielen Dank fürs Durchhalten, wir sehen uns.